So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum, zu diesjährigen Silvester-Special, das Silvester-Special 2020 haben wir gerade so noch, bald 2021. So, willkommen dieses Jahr schon um 14 Uhr, wenn ich das richtig sehe, habe ich das um 14 Uhr eingeplant. Willkommen zu einem langen Talk, zu einer gepflegten, wahrscheinlich über einer Stunde Talk und ein langer Jahresrückblick. Wir werden jetzt als erstes den großen Jahresrückblick auf Zwergenfest LP machen. Ich werde mir mit euch gemeinsam die Let's Play Projekte und die Videos anschauen, die über den Laufe des Jahres auf meinem Kanal so stattgefunden haben, anschauen, werde immer noch so ein bisschen Wort dazu sagen, werde das ein bisschen kommentieren und ja, am Ende, ganz am Ende gibt es dann noch einen kleinen Ausblick auf 2021, das was wir schon sagen können, das was ich euch schon so verraten kann, das was jetzt schon halbwegs klar ist und nach dem Ausblick auf 2021 dann, also bleibt bis zum Ende dran, gibt es dann auch noch die Verleihung des güldenen und des kackbraunen Gartenzwergs 2020, die jährliche Verleihung dieses Preises. Das habe ich mir so gedacht, lege ich ganz am Ende, damit ihr auch eine Motivation habt, mein Geschwafel anzuhören und bis zum Ende dran zu bleiben. Deswegen, ja, am Ende, das Beste kommt zum Schluss. So ist es auch richtig so. Gut, bevor wir anfangen mit dem Zeugs, was so auf meinem Kanal los war, fangen wir mal mit kurzen Worten. Ich will es jetzt nicht wirklich in Länge ziehen. Ich will nur ganz kurzen Wurst dazu verlieren und ganz kurz mal sagen, was los, was auch so außerhalb meines Kanals los war 2020. Ja, ich bin mit den Gedanken schon im nächsten Jahr. 2020, ja, 2020 war ein Scheißjahr, muss man auch wirklich so sagen, muss man neidlos als Scheißjahr anerkennen. Ja, ein paar winzige Highlights, da knarrt mein Stuhl im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man den hören kann durchs Headset. Ja, ein paar kleine Highlights gab es jetzt außerhalb des YouTube-Kanals 2020, aber ja, rein politisch gesehen und auch ja, auch außerhalb der Politik gesehen, war das Jahr hier wohl ordentlich scheiße. Da kam uns Corona, also ab Februar, März, spätestens im März war da, also Februar, März war halt, ab Februar, März war es ein katastrophales Jahr. Man will eigentlich nicht so lange zurückschauen. Das ist, also wir wollen auch heute hier nicht, ich will euch jetzt hier nicht abschrecken. Deshalb machen wir jetzt nur ganz kurz am Anfang die ersten zwei Minuten mal kurz. Bisschen zurück, die ersten zwei bis fünf Minuten mal kurz. Ja, Corona hat es irgendwie so ein bisschen verkackt. hat das Jahr ein bisschen scheiße gemacht, das Virus. Ja, Anfang des Jahres im Januar, da war noch ein bisschen gute Stimmung. Da dachte man noch so ein bisschen, da hatte man noch so ein bisschen auch das Gefühl, vielleicht wird das Jahr doch noch gut und da war noch so mit Virus noch nicht so ganz was in Sicht. Langsam, also in China ist dann schon Januar, Februar, da ist schon was ausgebrochen, aber hier in Deutschland hat man da noch nicht wirklich was ernst genommen, hat man noch nicht wirklich gesagt, ja, das ist jetzt für uns noch nicht wirklich relevant. Es kam dann erst Ende Februar, es ist dann Mitte, Ende Februar erst ausgeufert. Im Januar hatten wir doch noch ein paar Highlights, da haben wir noch ein bisschen vom Ende des letzten Jahres noch so ein bisschen Hype rüber geschwappt bekommen. Und ja. Um dann auch gleich auf meinen Kanal einzugehen, auf die Sachen, die auf meinem Kanal passiert sind. Unter anderem habe ich ja dann im Februar, Anfang Februar, einen Podcast begründet, Bilateral-Podcast, der dann auch, ja,
jetzt schon 25 Folgen, 24 Folgen plus ein Weihnachtsspecial hatte. Und ja. Und einige Late-Night-Specials. Also hat wirklich auch dieses Jahr hat trotzdem irgendwas Erfolgreiches hervorgebracht. Also wir werden auf meinem Kanal noch sehen. Ich sitze jetzt hier vor meinem Schreibtisch mit einem sehr knatschigen Stuhl bei meinen Eltern in der Wohnung. Ja, gut, außer Corona gibt es nicht viel zu sagen. Es gab natürlich politische Bewegungen wie Black Lives Matter. Das war so ein bisschen, das war ein Highlight, kann man nicht sagen, aber es war so ein bisschen auch eine bewegende Sache. Wenn ihr einen politischen Jahresrückblick haben wollt, dann guckt euch am besten den Bilateral Podcast Weihnachtsspecial an. Da haben wir auch noch so ein bisschen politischen Jahresrückblick gemacht. Man hofft jetzt einfach, 2021 wird besser und das Virus wird sich vielleicht, jetzt vielleicht noch nicht im Januar, auch nicht im Februar, auch nicht im Juni und Juli, sondern aber vielleicht dann irgendwann zum zweiten Jahreshälfte hin wird es dann vielleicht hoffentlich ein bisschen milder werden und dann wird es vielleicht mit den Impfungen auch schon so weit sein, dass man vielleicht ein bisschen was machen kann. Es gibt jetzt auch schon erste Andeutungen von einer Corona-Mutation, von einem Virus, was jetzt große Medien sagen, jetzt Corona 2.0 naht, 2021. Ja, bleiben wir optimistisch und hoffnungsvoll und hoffen mal, dass sich das dann irgendwie doch, dass vielleicht 2021 doch kein so dolle scheißes Jahr wird wie das vergangene. Ja, insofern, vielleicht gibt es 2021 auch mal wieder eine Gamescom. Man will es hoffen. Das haben wir ja in diesem Jahr vermisst. Aber dazu kommen wir dann noch später. Beginnen wir mit dem Ding, was ist in diesem Jahr so gelaufen. Gerade in Sachen YouTube war es auch am Anfang, auch in anderen Sachen war es im Januar ja noch ziemlich entspannt. Silvester war gerade hinter uns gebracht und das Jahr hat gerade angefangen, es war noch frisch. Es hat eigentlich, ja, frisch und unverbraucht. War noch kein Virus zu erkennen in Deutschland und das war noch keine Pandemie vorhanden. Man hat noch so ein bisschen, war noch ein bisschen von Weihnachten und von Neujahrsfest noch ein bisschen gebeutelt und noch ein bisschen Nachfreude. Und dann ging es auf meinem Kanal am 1.1.2020, vielleicht war das auch rückblickend gesehen, ein Zeichen, was man jetzt vielleicht, ja, was vielleicht das Jahr beeinflusst hat. Aber glaube ich, Leute könnten da jetzt dran glauben, dass das vielleicht, hätte ich es anders gemacht, wäre es ja anders gelaufen. War auch schon das erste schlechte Omen. Normalerweise mache ich nämlich auf meinem YouTube-Kanal jedes Jahr am 1.1. Da kommt bei mir auf meinem YouTube-Kanal traditionsmäßig ein neues Let's Play. Es beginnt ein neues, erster Part von irgendeinem neuen Let's Play. Es wird angefangen mit einem neuen Projekt. Es wird kein altes, am 1.1. läuft kein altes Projekt. Da wird was Neues begonnen. Das war 2020 nicht so. Das war nicht der Fall. Am 1.1. kam nämlich ein neuer Part von Resident Evil Part 6. Dann ging es weiter mit dem sechsten Part der Resident Evil Reihe. Dann war da ein bisschen weiter gemacht, gefolgt am zweiten von Pokémon Schwert Part 25. Da haben wir mit Pokémon Schwert weitergemacht. Doch, was noch relativ frisch war, 60, wenn ich es richtig im Kopf habe, 60 Parts war das Pokémon Schwert Projekt. Also kann man gut sagen, mehr ein 2020 Projekt als ein 2019 Projekt, ging dann im Januar gleich los. Und am 3.1., ich mache das jetzt am Anfang nur, ihr werdet es gleich bemerken, warum, ich mache das am Anfang jetzt einschrittig und dann werde ich größer schrittig und gucke dann gesamt drauf. 3.1. war noch mein Human Fall Flat mit dem 4.5. Squad Video. Da haben wir ein bisschen noch die Weihnachtslobby uns angeschaut. Da haben wir gemeinsam, ja, das war am Anfang dieses Jahres. Das ist
Schimmern vor Flat, Part 29, da haben wir den Weihnachtszug beladen und die Weihnachtsstory uns angeguckt. Die ist jetzt auch wieder online, vielleicht sollte ich da mal wieder für Januar ein Video machen. Könnte man mal wiederholen. Mal schauen, was daraus wird, ob sich der 4.5-Diskutter wieder breit erklärt. Ja, ja, und am 4.1. der nächste Part Pokémon-Schwert und dann, deswegen mache ich das jetzt einspurig, also deswegen einspurig waren wir in diesem, waren wir Anfang des Jahres noch, aber deswegen erwähne ich das jetzt Stück für Stück, weil nämlich am 6.1. da hatten wir, da kam ein Video auf dem Kanal online, das hieß Winterpause. Da habe ich die Winterpause für das Jahr 2020 angekündigt und da hieß es, bis zum 19.01. ist Winterpause. Da habe ich halt ein paar Wochen, ein, zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen waren es, knappe zwei Wochen Pause gemacht von YouTube und keine Videos veröffentlicht. Die Winterpause wird es, keine Panik, die Winterpause wird es dieses Jahr nicht geben. Ist zumindest nicht geplant erstmal. Da habe ich auch genug Videos vorproduziert, dass das laufen kann. Da es da keine Winterpause geben muss. Und ja, da hatten wir erstmal vom 6.1. bis zum 18.1. eine Winterpause. Eine Lücke auf meinem Kanal. Da war Funkstille, da kam kein neues Video. Und dann und am 19.1. habe ich mich nicht live, aber ja, Livestreams gab es auch, aber später im Jahr. Da habe ich mich direkt wieder zurückgemeldet mit einem kleinen Zwischendurch-Dings, mit dem vierten Zwischendurch-Dings, um genau zu sein. Da haben wir das Spiel You Only Live Once gespielt. Ein wirklich wahnsinnig lustiges Bowser-Game. Was man, also das Video kann ich auch wirklich mal empfehlen. Da ging es dann, war ein super Start aus der Winterpause zurück. Und da ging es dann direkt weiter. Und ja, da haben wir das lustige You Only Live Once YOLO Game gespielt. Kann ich nur empfehlen, sich das Video mal anzugucken und das Spiel auch einmal selber zu spielen. Das ist jetzt, ja, wirklich kann ich nur sehr empfehlen. So, dann haben wir hier Pokémon Schwert. Mit Pokémon Schwert ging es noch. Da kamen jetzt noch einige Parts hintereinander. Nicht hintereinander, aber abwechselnd mit anderen Projekten. Resident Evil haben wir damals noch gespielt. Da kamen noch Parts. Part 7 hatten wir noch im Januar. Und Part 80 hier noch im Januar. Da hatten wir Pokémon Schwert, hatten wir dann auch noch ein paar Parts im Januar. Da sind wir dann im Januar, wenn ich das richtig sehe, bis zum Wirrwald vorgedrungen. So hieß der Wald dort, glaube ich, da wo war der Parttitel mit Bämon, Imp und Pezepup. Da hatten wir die Pokémon Pezepup, so hieß der, glaube ich, Pezepup. Ja, Pezepup, komischer Name für den Pokémon, aber so war das. Und Human for Flat durften natürlich auch nicht fehlen. Der vorerst letzte Part von Human for Flat mit dem 5. Squad. Part 30. Da haben wir uns noch in so einer Map, in so einer Burgen-Map gebattelt. Haben wir uns gegenseitig mit Steinen beworfen. In Among Us. Du Zwerg, das kommt erst ganz spät. Nimm jetzt nichts vorher. Human for Flat haben wir uns mit Steinen beworfen in der Map. Und am 24.01., fast schon am Ende des Monats, hatten wir noch ein neues Projekt, was ich angebahnt hat. Da hatten wir das Let's Test zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Da hatten wir im Januar schon zumindest erstmal das Let's Test. Da hatten wir, und da hatte ich dann Part 0 von Mystery Dungeon angespielt. Und am 26.01., ich habe ihn schon erwähnt, den Podcast, Bilateral Podcast, da hatten wir am 26.01. eine große Ankündigung auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Hauptkanal. Da habe ich einen kleinen Trailer, einen kleinen Teaser auf meinen Hauptkanal gepackt und habe euch da schon mal angeteasert, dass bald Anfang Februar ein Podcast startet auf dem Podcast-Kanal. Damit die erste Erwähnung vom Podcast sozusagen am 26.01. kann man später dann in den Geschichtsbüchern hoffentlich lesen. Die erste namentliche Erwähnung von
Bilateral-Podcast am 26. die erste öffentliche namens, das war natürlich, haben wir noch natürlich noch ein bisschen früher geplant, aber die erste öffentliche namentliche Erwähnung vom Bilateral-Podcast am 26.01.2020 auf Zwergenfürst-LP. Und was mich gerade wundert, ist ja, Minecraft Armor lief auch noch 2020, nämlich am 27.01. kam dann ein weiterer Part von Minecraft Armor, Part 85. Oh, da gab es einige Parts. 100 Parts hat dieses Projekt nämlich. Part 85, mit Part 85 begann dieses Jahr. Wir werden hier also noch ein paar mehr Parts dieses Jahr sehen. Ich werde sie sehen und euch davon erzählen. Ich gehe hier nämlich gerade, während ich hier das einspreche, in mein Headset-Mikro. Wenn ich das einspreche, gehe ich hier die Liste durch. Ich habe auf meine Upload-Liste bei mir im Creator-Studio. Gucke ich mir von Anfang an, was so lief. Ja, zwischendurch Dings, das gab es auch. Da gab es auch ein paar nette Browser-Games, die wir gespielt haben. Das Königsspiel, das Mörder hieß das Spiel, Mörder the Game. Da war einen Schurken Ganoven spielt, der den König ausgeschaltet hat und sich dann selbst in die Klamotten des Königs begeben hat und damit dann durch die Schlossgänge gezogen ist und alle anderen Mörder abgewehrt hat. Das Spiel haben wir gespielt. Jo. Das war dann, glaube ich, auch schon fast das Ende des Monats. Nicht des Jahres, sondern des Monats. Noch ein bisschen Minecraft, noch ein bisschen Pokémon Schwert zum Ende des Monats. Und dann ging es am 1.2. auf meinem Hauptkanal natürlich mit Pokémon Schwert weiter und mit Minecraft Arno, mit Minecraft Arno mein Projekt. Und am 3.2. kam auch die Dwarf News für den Februar 2020. Im Januar gab es noch keine Dwarf News. Die hat man ausgesetzt. Ein Projekt, was damals noch gab, was 2020 im Februar noch gab. Das hat man dieses Jahr, glaube ich, ab August, wenn ich mich nicht erinnere, werden wir nachher sehen. Also ich denke, wenn ich mich recht erinnere, August, ab August haben wir es dann ausgelassen. Bis August lief es noch jeden Monat die Dwarf News. Ganz neue Abonnenten kennen das nicht mehr, das Konzept der Dwarf News. Dann schaut das euch mal an. Blättert ein bisschen zurück bei meinen Uploads, bei meinen Videos. Dann lief noch Deponia, der erste Teil im Let's Play. Mit Part 19 ging es weiter am 4.2. Das war dann zwischendurch, hatte dann auch schon der Podcast gestartet, der YouTube-Podcast, kann man auch so sagen, hat der Podcast schon gestartet. Da sind wir dann am 2.2. schon gestartet. Am 5.2. gab es was Besonderes. Ein erstes Stadtland Fluss Online Let's Play, ein Let's Play Together mit dem 5. Squad. Da haben wir Stadtland Fluss Online gespielt. Da gab es dann wieder zwischendurch Dings. Da haben wir Stickman Game gespielt. Da haben wir Escaping the Prison. Habe ich gespielt auf meinem Kanal Anfang Februar. Dann kam Part 1 von Papers, Please. Resident Evil kam und Pokémon Schwert kommen natürlich dazwischen. Immer regelmäßig ein paar Parts. Minecraft Arno natürlich und Pokémon Schwert und Resident Evil. Das waren die Sachen, die da gerade liefen. Aber am 7.2. nämlich startete Papers, Please. Ein kleines PC-Game, was wir gespielt haben. Da haben wir auf dem PC Papers, Please gespielt. Man könnte meinen, ja, das erste PC-Game 2020, was wir gespielt haben auf dem Kanal. Ein erster Versuch sozusagen. Das war sozusagen der erste Annäherungsversuch, wo wir gesagt haben, könnte es vielleicht auch funktionieren, dass wir PC-Games 2020 spielen, dass da ein paar Indie-Games ausprobieren. Papers, Please ist ja ein ziemliches Indie-Game. Da ist mich so ein bisschen daran versucht, klappt das? Kann man das hochladen? Wie sie sich später herausstellte, hat sich das dann durchgesetzt. 2020 kamen dann einige PC-Let's Plays aus Mangel an neu erscheinenden Titeln für die Switch. Am 8.2. Ich bemerke gerade die Ironie des Upload-Datums.
Am 8.2. hatten wir zum Glück nicht umgedreht, am 2.8. Am 8.2. hatten wir einen 2.8. wäre tragischer gewesen. Am 8.2. hatten wir den Part 88 von Minecraft Arno. Da ich ein bisschen über Witze über Nazis geredet, habe ich da ein bisschen gesagt, mir die Frage gestellt, darf man Witze über Nazis machen? Hab so ein bisschen, ja, da ein bisschen drüber diskutiert. Wer sich das noch angucken will, der muss ein bisschen wühlen auf meinem Kanal. Minecraft Arno, die Playlist. Bestimmt auch in diesem Video verlinkt, aber ja, wenn nicht, sucht mal im Minecraft-Eck auf meiner Hauptseite. Lässt sich finden auf meiner Startseite. Stand dann Fluss haben wir noch weiter gespielt am 10.2. 9.2. war dann wohl ein Sonntag. Anfang des Jahres lief das dann noch einspurig, später dann. Ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, aber irgendwann habe ich dann mich entschieden, dreispurig zu fahren. Also erstmal zweispurig, als ich gestreamt habe, weil ich die Streampass hochgeladen habe. Aber das kommt dann später noch, da werden wir später noch drüber reden. Und letztendlich dann dreispurig. Am Anfang des Jahres lief es noch einspurig. Mit Deponia, Pokémon Schwert, mit dem neu aufgekommenen Projekt Papers, Please. Mit dem ersten PC-Projekt sozusagen. Naja, nicht ganz richtig. Resident Evil war noch ein PC-Projekt. Das erste offizielle PC-Projekt. Aber Papers, Please so ein bisschen. Ja, dann das in 2020. Der erste Testlauf. So, ja, das sind die üblichen Kandidaten. Minecraft, Pokémon Schwert. Und am 14.02. hat man natürlich das obligatorische Valentinstags-Special. Was habe ich denn da gemacht? Love Games Online steht dort. Love Games. Da war ein bisschen, ja, Liebestester und so weiter. Wir haben im üblichen Blödsinn haben uns angeschaut. Stadtland Fürst mit dem 4.5 Discord. Ja, Minecraft, Pokémon Schwert, Papers, Please, Deponia, Pokémon Schwert, Minecraft. Und ja, nach den üblichen Wiederholungen, den Abwechslungen zwischen Schwert und Schild und den anderen Projekten gab es dann am 25. nicht Ende Januar, Ende Februar, haben wir dann Stickfight the Game gespielt. Mit dem 5. Discord. Der 5. Discord hat auch einige Parts gebracht auf meinem Kanal dieses Jahr. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, am 26.02. vorerst das letzte Resident Evil Let's Play Partchen. Um den jetzt grammatikalisch richtig zu beenden. Ja, der letzte Part Resident Evil erstmal am 26.02. und am 27.02. Leute, die meinen Kanal schon länger kennen, die wissen es. Vielleicht auch Leute, die neu sind auf meinem Kanal, wissen es vielleicht auch hoffentlich. Am 27.02. habe ich meinen YouTube-Jubiläum gefeiert. Und da lief natürlich ein kurzer Clip, den ich alle Jahre wieder veröffentliche. Zum 4-Jahre-Jubiläum Zwergenfürst LP. Wir haben jetzt bald Februar 2021, werde ich mein fünfjähriges Jubiläum, mein fünfjähriges Bestehen, fünfjähriges YouTube-Jubiläum feiern. Das wird ein großes Special werden, da werde ich großartigen Stream-Special feiern. Kommen wir nachher vielleicht nochmal im Jahresvorblick auf 2021. Aber ja, am 27.02. kam natürlich ein Double Upload. Einmal der kleine 17-sekündige kurze Trailer, wo ich dann halt gesagt habe, yay, ich bin 4 Jahre jetzt auf YouTube. Juhu. Und dann noch, ich mache das immer so, dass ich am Geburtstag, an meinem YouTube-Geburtstag am 27. Also bisher mache ich das immer so, dass da das den kurzen Teaser hochlade. Juhu, Jubiläum. Und dann auch noch ein Let's Play hochlade am 27. Das dann, je nachdem, welches Spiel mir gerade am meisten gefällt, da wird dann am 27.02. kommt dann gerade mein Lieblingsprojekt, wird dann dort veröffentlicht. Da mache ich dann nichts, was mir gerade nicht so gut gefällt, sondern kommt dann aus den bestehenden Let's Plays das, was mir am liebsten liegt. Da haben wir am 27.02. dann Double Upload. Juti, Pokémon Schwert haben wir gespielt am 27.02., weil es mir gerade sehr gefiel.
Das Let's Play auf der Switch. Ich kratze mich ein bisschen am Bart. Es juckt. Geht sich waschen, Zwei. Geh dich waschen. Der juckt. Kleiner Scherz am Rande. When is Monday haben wir weitergespielt. Das hat wohl auch einen Monat ausgesetzt. Nachdem was. Ich habe es auch gerade eben noch gesehen. Das jetzt spielt es nicht wirklich die Rolle, aber Ende Dezember 2019 haben wir auch noch When is Monday gespielt. Das setzte sich jetzt Ende Februar auch noch durch. Da haben wir noch ein bisschen an die letzten Parts von When is Monday dann gespielt. Mit großen Abständen dazwischen. Am 28.02. Part 28. Dann ging es natürlich mit Minecraft Arno weiter, Part 92 am 29.02. Das kam dann schon. Es ist dann schon, das nähert sich dann langsam seinem Ende. Okay, und Let's Test, da kam am 29. auch, hat man Doppel-Upload wahrscheinlich, wie es ausschaut. Ein kleines Let's Test, The Supper. Großartiges Game, kleines Indie-Game, was Spiellänge des Spiels ist. Ich glaube, es ist kostenlos, downloadbar und es geht ganz 30 Minuten, also 35 Minuten dauert das Spiel, 30 bis 35 Minuten. Wir haben das in einem Part durchgespielt und habe ich hochgeladen als kleines Leckerli am 29. Ende Februar und im März ging es dann auch weiter mit Pokémon Schwert. Stickfight haben wir am 5.5. Discord gespielt und dann kamen natürlich die obligatorischen Dwarf News. Im März, Minecraft ging weiter. Dann hat man Papers, Please, das ging natürlich weiter. Und dann kam am 7.3. der erste Part von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX auf meinem Kanal online. Da war das also. Vorher hat man die Demo-Version gespielt, wahrscheinlich die frei verfügbare, downloadbare Demo-Version. Und dann, ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, es war direkt am Release, wo ich mir das Spiel gekauft habe. Also nach Release. Es muss dann wohl am 6.3. erschienen sein, das Spiel. Und am 7.3. ich mache das ja mal einen Tag nach Release, wenn ich ein neues Spiel spielen will. Und das zu Release spielen will. So, Part 1 dann am 7.3. Am 7.3. habe ich dann auch gleich zwei Parts. Habe ich mir erlaubt, gleich zwei Parts. Wahrscheinlich einer um 14 Uhr und einer um 18 Uhr. Und dann startet das Projekt Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX auf meinem Kanal. Pokémon Schwert ging natürlich weiter, Deponia lief auch weiter. Ich habe nur noch hier, wer ist das Spiel? Papers, Please. Stickfight hatten wir auch noch ein Part. Wireless Monday kam wieder. Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX im März, sozusagen das neue Game auf meinem Kanal. Das Mystery Dungeon Remake. Und dann hat man, da hat sich auch auf meinem YouTube-Kanal schon Corona ein bisschen abgezeichnet, da hat man am 16.3. nämlich einen kleinen Notfall-Ausfall-Vlog für die Buchmesse 2020. Ich hatte nämlich vor, einen Vlog von der Buchmesse 2020 zu machen. Da wollte ich auf die Buchmesse gehen und das für euch filmen natürlich. Die ist dann zwangsläufig durch Corona ausgefallen und da hatte ich dann so, habe ich dann so ein kleines React-to-Video gemacht. Da habe ich auf Leipziger Buchmesse Vlogs vom vergangenen Jahr von 2019 reagiert und habe da so ein bisschen ein Ersatzvideo veröffentlicht. Wir waren alle traurig, dass das ausgefallen ist. Die Messe wurde wegen Corona abgesagt, weil Corona in Deutschland am Kommen war. Ja, es war Mitte März. Und da war Corona schon stark am passieren. Da hat man die erste Welle, die erste große Welle, die alles platt gemacht hat. Und ja, da hat das Virus die Buchmesse verhindert. Was es aber nicht verhindert hat, war ein Netztest. Auch am 16.3. erschienen. Das war wahrscheinlich wieder ein Doppel-Upload. Höchstwahrscheinlich. Netztest Nummer 41 war das damals. Der Poop in my Soup. Habe ich damals gespielt auf meinem Kanal. Ja, das Spiel ist wortwörtlich scheiße. Es geht um Scheiße. Es geht auch um anderen Leuten in die
Suppe zu scheißen, so wie es der Titel schon sagt. War ganz lustig, fand ich ein ganz lustiges Game. Ja, lohnt sich auch mal anzuschauen auf meinem Kanal, in meiner Let's Test Playlist zu finden. Da habe ich auch mal gleich ein bisschen ein kleines Trash Game, naja. Weiß nicht, ob man es Trash-Game nennen kann. Ein lustiges Game, Spaß, Spiel. So, Mystery Dungeon Retter Team DX ging natürlich Minecraft Arno mit seinem 94. Part Mitte März. Da haben wir dann nur noch seltener Minecraft Parts veröffentlicht, weil es dann schon so langsam aufs Finale zuging. Randall's Monday natürlich ging weiter. Da haben wir noch zwischendurch hier, da haben wir rückwärts Tabletop Simulator, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Am 23.03.2020 haben wir eben für 5 Discord. Das war auch ganz lustig, kann ich mir doch, das war auch ein Highlight. Kann man wirklich als Highlight nennen auf meinem Kanal, für 5 Discord. Tabletop Simulator, Mensch, ärgere dich nicht, lustig. Da haben wir so ein bisschen, haben wir halt alle im Ziel begonnen und sind dann zurück zum Start gelaufen. Ja, war ganz Tabletop Simulator für 5 Discord. Für 5 Discord ist es immer lustig. Ja, und dann im Tabletop Simulator. Ja, Pokémon Schwert, Mystery Dungeon. Die alten Projekte laufen weiter. Und dann haben wir, am 30.03. wahrscheinlich, ich glaube mich daran zu erinnern, um 10 Uhr habe ich es veröffentlicht. Korrigiert mich, wenn ich mich falsch liege. Ich würde es jetzt nicht überprüfen. Da haben wir die Quarantäne Trash gestartet, Staffel 1 von Quarantäne Trash. Die erste Welle war auf ihrem Höhepunkt. Alle hatten Homeoffice, alle waren eingesperrt in ihren Zuhause, alle waren in Quarantäne. Und da habe ich zur Auflockerung ein kleines Trash-Projekt gestartet und da habe ich auf meinem Kanal ein paar Politik-Games gebracht, die so ein bisschen, naja, die halt Trash-Games sind. Habe das in wie vielen? In 5 Parts habe ich da verschiedene Politik-Trash-Games gespielt. But in One Out hieß das erste Game. Da haben wir Elon Musk's Vote to Respect gespielt. Save Daddy Trump sehe ich jetzt hier noch. So hieß die Spiele. Desperminator. Natürlich sehr gutes Game hier. Sehr gutes Trash-Game. Und da haben wir noch Charm vs. Rocket Man. Haben wir noch hier gespielt. Dazwischen kamen natürlich noch 14 Uhr Uploads. Nämlich Let's Test The Night of the Rabbit. Da haben wir das Let's Test, die Demo-Version dazu gespielt. Haben The Night of the Rabbit angetestet. Treue Abonnenten wissen, was später noch kommen wird. Deponia haben wir noch weiter gespielt. Randall's Monday. Deponia und Randall's Monday gleichzeitig laufen. Das ist ja großartig. Dann gab es eine Kneipentour und eine Emote-Party in WeArchat mit dem 5 Discord. Das war auch WeArchat, habe ich da ein bisschen kennengelernt. Im April sind wir schon. Da bin ich schon in den April rüber geslidet. Am 1.4. da kam leider dieses Jahr kein April-Scherz. Und dann den habe ich da dieses Jahr ausgelassen. Dafür kam am 2.4. die Kneipentour im VR-Chat online. Auch ein ganz empfehlenswertes Video, das erste. Also dazu mal in den 5-5-Discord, in die 5-5-Discord Playlist geben, wer das gucken will. Die VR-Chat, das erste VR-Chat-Video mit dem 5-5-Discord, auch ein Highlight, wirklich sehr empfehlenswert. Die wir dann ein bisschen mit anderen Spielern interagiert haben. Nicht schlecht. Ja, die obligatorischen Dorf-News am 3.4. Randall's Monday, Pokémon Schwert, Mystery Dungeon. Und dann kam am 10.04. Let's Test. Da haben wir The Silence, nee, Silence gespielt, nicht The Silence, Silence the Whispered World 2. Schönes Game, haben wir angespielt. Die Demo-Version im Let's Test Mitte Februar. Uno haben wir gespielt im Tabletop Simulator und für 5 Discord. Dann, ja, Deponia, Mystery Dungeon, Minecraft. Minecraft war 95 am 15.04. Da
dann gab es dann wieder Folge 6, Bieler 3 Podcast, Folge 6 Teaser. Habe ich dann mich mal wieder getraut, einen Teaser auf meinem Hauptkanal zu veröffentlichen, am 17.04. Da gab es dann schon 6 Folgen zu meinem Podcast, hat sich das schon langsam eingegroovt. Haben wir UNO weitergespielt, MP5 Discord, Mystery Dungeon, dann war Wireless Monday, Minecraft, zwischendurch auch Let's Test, nämlich Super Mario Bros. 3. Das habe ich, glaube ich, damals auf der Switch, das ist also die Online-Version von Nintendo Online-Version von Super Mario Bros. 3. Da haben wir in der NES-Dings, da gibt es dieses eine Programm auf der Switch, wo man, wenn man eine Online-Mitgliedschaft hat, die alten NES-Klassiker und SNES-Klassiker spielen kann. Mit Wireless Money ging es langsam zu Ende und Super Mario Maker 2 hat ein neues Update bekommen, Update 3.0, da haben wir auch ein, zwei Parts zugemacht, da habe ich ein bisschen die neuen Update-Funktionen ausprobiert und ein bisschen Online-Gaming bei Super Mario Maker 2. Nicht viele Parts, aber ein paar Parts davon gab es dann im April, wahrscheinlich auch im Mai. Ja, aber Ende ist meine die üblichen laufenden Projekte. Schwert. Pokémon Schwert und Minecraft und Mystery Dungeon. Golf jetzt mit dem 4.5 Discord haben wir gespielt. Dann ja noch ein letzter Part. Super Mario Maker 2 Ende April. Wireless Money ging dann auch zu Ende, Anfang Mai. Die Dwarf News Anfang Mai natürlich und Minecraft Arnor Part 98. Es nähert sich dem Ende. Am Anfang des Monats Mai. Golf wird. Und was ganz legendäres, ein großes Highlight. Am 7.5.2020 kam der erste Part, die erste Stream-Aufzeichnung von Edna bricht aus auf meinem Kanal online. In die Livestreams gucken wir nachher nochmal. Und wir hiermit durch sind mit dem Haupt, mit den Videos. Schauen wir nochmal, wann der erste Livestream war. Der war wohl ein bisschen früher, der muss schon ein bisschen früher gewesen sein. Am 7.5. aber erstmal die erste Stream-Aufzeichnung, der erste Part der Stream-Aufzeichnung und damit ein Meilenstein für den Kanal, für meinen Kanal, nämlich das erste Streaming-Projekt, das erste Livestream, Live-Let's Play, was wir veröffentlicht haben. Edna bricht aus, haben wir gespielt im Livestream und fast gleichzeitig am 8.5. dann auch der erste Part von The Night of the Rabbit, Part 1, The Night of the Rabbit. Ein Projekt, was auf meinem Kanal leider sehr wenig, vergleichsmäßig mit anderen Projekten, sehr wenig Aufmerksamkeit genossen hat. Wo ich mich wirklich beschweren muss, wo ich auch immer noch sage, liebe Leute, also wenn ich euch eins ans Herz legen darf, schaut euch The Night of the Rabbit auf meinem Kanal an, das Let's Play, das ist wirklich... Also ich habe das Spiel verschlungen, also ich habe ab dem ersten Part, ich habe den ersten Part angeschaut und das Spiel, also in den ersten 2 Minuten, ich musste mir nur das Intro angucken und ich war sofort verliebt in dieses Game. Es war wirklich, also das Let's Play ist genauso gut gelungen. Es schaut euch, also wenn gerade auf meinem Kanal nichts für euch läuft, was euch gefällt und so weiter, könnt ihr immer gerne die Empfehlung, schaut euch alte Projekte auf meinem Kanal an und auch eins der großartigsten, muss ich wirklich so sagen, eins der großartigsten Let's Plays auf meinem Kanal im Jahr, The Night of the Rabbit, leider wenig geklickt, wenig geguckt, habt ihr leider nicht so gemocht irgendwie, ich weiß nicht warum, ist wirklich ein traumhaftes Game, The Night of the Rabbit, wer es noch nicht gesehen hat, und das müssten die meisten von euch sein, weil es da halt wirklich teilweise sehr wenig Aufrufe hat, also The Night of the Rabbit alle mal nachholen, bitte, also war wirklich ein großartiges Projekt, da kann ich nur, mir bleibt nichts anderes übrig, als davon zu schwärmen, und dann sind wir natürlich auch schon zweiläufig geworden, Anfang Mai, weil um 18 Uhr dann mein erstes Live-Let's-Play-Stream-Aufzeichnung
Ding kam. Oder haben wir das damals noch um 14 Uhr veröffentlicht? Es sieht fast aus, als hätten wir es damals noch 14 Uhr gemacht. Aber das erste Live-Let's Play. Revolutionär. Legendär. Einzigartig auf meinem Kanal. Einzigartig nicht, es gab noch viele andere Live-Let's Plays. Minecraft Arno Part 99 am 9.5. Also geht das schon langsam. Geht das Projekt langsam seinem Ende entgegen. The Night of the Rabbit. Neues Projekt im Monat Mai. Und natürlich auch gestartet. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, schaut es euch an. The Night of the Rabbit. Parallel zu Ender bricht aus. Ein kleiner Setlog am 17.5. Da habe ich mir ein bisschen. Ich glaube, es war nahe Ostern oder nach Ostern, weiß ich noch gar nicht, wann war Ostern dieses Jahr. Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da Butterbier mit euch probiert. Habe ich dort das Elmwald Butterbier. Wizards Brew. Non-Alkoholik. Ja, da haben wir das. Habe ich das vor der Kamera probiert und ich habe dort in dem Video Zlog Nummer 34 eine Zlog-Playlist zu finden, falls ihr es nachgucken wollt. Da habe ich auch so ein bisschen was hinten dran habe ich noch gemacht, glaube ich. Wenn mich richtig daran erinnere, habe ich nicht nur das Butterbier verkostet, sondern hinten dran noch ein bisschen was gemacht. Also ist sehenswert. Also Zlog ist auch sehr sehenswert, könnt ihr gucken. Golfet haben wir noch ein bisschen gespielt. Da gab es eine kleine Wintermap, die wir im Sommer gespielt haben. Auch ganz lustig. The Night of the Rabbit, Ender bricht aus, waren die Sachen im Monat Mai. Pokémon Schwert, da ging es dann auch langsam weiter. Kam ein paar von Pokémon Schwert. Und am 21.05.2020, 21. Mai, da haben wir dann Let's Play Pokémon Uranium begonnen. Da habe ich dann den ersten Part vom Pokémon Let's Play Pokémon Uranium, das geächtete Pokémon-Spiel, also das verbotene Pokémon-Spiel hochgeladen, da haben wir das gespielt auf dem Kanal. Und da war das Ende Mai das neue Projekt, das neue startende Projekt. Pokémon Schwert lief natürlich weiter. Pokémon Mystery Dungeon Ratte Team DX, das nochmal zu erwähnen. Am 23.05. dann nochmal We Are Chat mit dem Prof gemeinsam. Ja, Endner bricht aus, die Streamaufzeichnung natürlich. Deponia ging langsam zu Ende, die letzten Parts von Deponia. Ende Mai. Und am 27.05. haben wir nochmal Scribble.io für 5 Discord gespielt. Die ersten Parts Scribble.io in diesem Jahr. So, und dann sind wir, glaube ich, schon im Monat. Ja, Ende Mai, Anfang Juni. Ende Mai noch ein bisschen Pokémon Uranium, Pokémon Mystery Dungeon, Ratte Team DX. Ender bricht aus. The Night of the Rabbit. Noch ein bisschen Scribble.io mit dem 5. Discord. Pokémon Schwert. Ja, die üblichen Projekte gingen weiter. Ja, Anfang Juni gingen dann die üblichen Projekte noch weiter. Und am 3.6. habe ich einen kleinen Vlog aus Stralsund veröffentlicht. Da war ich übers Pfingstwochenende in Stralsund. Habe ich ein bisschen Pfingstwochenendenurlaub gemacht, Ostseeurlaub. Übers Wochenende, 2, 3 Tage. Da habe ich natürlich auch einen kleinen Vlog hochgeladen. Also die Zlogs, die Urlaubs-Zlogs sind wirklich auch, das kann ich auch wirklich empfehlen. Gerade in diesem Jahr. Wirklich spitze geworden. Auch im letzten Jahr. Ja, dieses Jahr war nicht wirklich was mit Urlaub, obwohl in Dänemark war ich dann noch, als es wieder ging. Boah. Also, ich kann mich nicht beschweren. Auch Urlaub ging irgendwie in diesem Jahr nicht so heftig wie, ja, Corona hat es dann doch ein bisschen zerstört, aber wir haben es dann doch irgendwie gemacht. Gut, Deponia, ja, Ender bricht aus. Es hat ja einige Parts gebraucht, Ender bricht aus. Dann die Dwarf News waren die da noch. Hier ist nur das Intro, was ich veröffentlicht habe, da habe ich das Dwarf News Intro dafür online gestellt. So. Ja, da ging es mit Pokémon Schwert weiter.
Und am 8.6. Am 8.6.2020 kam ein Z-Log auf dem Kanal online. Da war ich auf der Black Lives Matter Demo in Leipzig. Und da habe ich ein 8 Minuten 45 Sekunden langes Video zur Black Lives Matter Demo veröffentlicht, wo ich mitgezogen bin auf der Demo. Da habe ich euch natürlich mitgenommen via Kamera. Ja, das Video 8 Minuten 45 genauso lang wie es dauerte, bis George Floyd gestorben ist. Ja, hat natürlich Grund, warum das der das Video so lang ist. Welch ein beeindruckendes Video. Ich kann auch empfehlen, auch ein großes Highlight dieses Jahres auf dem Kanal. Einer der wenigen Z-Logs dieses Jahr. Ja, The Night of the Rabbit. Edna bricht aus. Pokémon Schwert. Deponia ging weiter. Pokémon Uranium. Hatten wir dann im Juni. Cards Against Humanity haben wir dann noch am 16.06. mit dem 5th Discord gespielt. Dump Ways to Die noch zwischendurch am 19.06. zwischendurch immer die üblichen Verdächtigen. Und am 21.06. habe ich ein kleines Special-Video vom Kanal hochgeladen. Da hatte der Modi Geburtstag. Da habe ich mit dem für 5 Discord ein kurzes dreiminütiges Video gemacht. Da haben wir ihm zum Geburtstag gratuliert. Dann haben wir ein kleines nettes Geburtstagsgrüßchen veröffentlicht. Und ja, dann wo ist du da ja mal gespielt. Im Mitte, Ende Juni. Pokémon Schwert. Und bist du da schon die üblichen Verdächtigen? Dann im Juli, nee, noch im Juni, Ende Juni, auch wieder ein neues Projekt, ein sommerliches Projekt, was auf dem Kanal startete. Am 23.06. startete auf meinem Kanal das Let's Play Summer in Mara. Da haben wir Summer in Mara gespielt, auch ein Let's Play, was man gucken kann, was ich euch ans Herz legen kann. Da habe ich viel Mühe rein investiert, da habe ich wirklich, da gab es einige tolle Parts von, ein tolles Gelegenheitsspiel, wo man, ja, was man halt so ein bisschen, was ein bisschen Sommercharakter hatte. Ja, The Night of the Rabbits, die üblichen Verdächtigen. 25.06. kam man auch wieder ein Zwischendurch-Dings raus, da haben wir Lucky Tower gespielt. Auch sehenswert. Summer in Mara, das neue Projekt im Ende Juni und dann fortfahrend im Juli. Lucky Tower kam, da kamen da mehrere Parts, ein, zwei Parts hatten wir davon. Edna bricht aus, natürlich ging es da weiter. Cards Against Humanity mit dem 5-5-Discord haben wir gespielt. Let's Test kam. Let's Test Part 45, Outbreak the Nightmare Chronicles, ein kleines Trash-Let's Test. Auch lustig anzusehen, wer es will. Let's Test Playlist kann ich nur empfehlen. Da haben wir einige tolle Let's Plays, einige tolle Let's Tests, meine ich natürlich einige neue Spiele angetestet. Ja, Summer in Mara. In den Sommermonaten natürlich sehr gut passend. Wer es nachholen will, weiß, wo es findet. Ja, und dann kam auch hier schon, da habe ich auch hier die erste Live-Aufzeichnung veröffentlicht, nämlich da hatten wir zwischendurch nach Ender bricht aus ein bisschen Mal nach Zahlen gespielt. Da hatte ich ein bisschen live zwischendurch mit dem Coloring Game, da habe ich ein bisschen das gespielt. Ja, im Juli dann vor allem The Night of the Rabbit und Ender bricht aus zu sehen und Summer in Mara. Samanmara. Und am 7.7.2020, Anfang Juli, dann schon Pony Island, da haben wir ein neues Projekt gestartet. Pony Island. Ein Projekt, eins der wenigen Projekte, die ich auf meinem, in meiner Let's Play-List eine 100% Wertung gegeben habe. Wenn ich mich richtig dran erinnere, drei Projekte haben es bisher nur geschafft. Das war einmal
Minecraft, eine 100% Wertung von mir, braucht man nicht darüber diskutieren. Pony Island, weil ich es wirklich spitze fand. Und Fallout CS, das sind drei Projekte, die bei mir bisher die 100% Bewertung gekriegt haben. Ja, Pokémon Go, Uranium ging es weiter. Endner bricht aus. Und am 8.7. startet dann auch mit Part 0 mit dem Tutorial ein neues Projekt auf meinem Kanal. Die Pony hat man inzwischen wahrscheinlich beendet. Muss ja so gewesen sein, denn am 8.7. startete Chaos auf Deponia auf meinem Kanal. Anfang Juli dann der zweite Teil von Deponia, von der Deponia-Reihe. Damit starteten wir dann in den Sommermonat Juli. The Night of the Rabbits bekam natürlich einige neue Parts. Hat auch, wie gesagt, hat großartig Spaß gemacht. Pony Island ging natürlich weiter. Chaos of the Pony, Edna bricht aus. Also das war wirklich im Juli, in den Sommermonaten. Mit Pony Island, da hatten wir so ein bisschen die Indie-Ecke angekratzt. Da hatten wir so ein bisschen mangels neuerscheinender Nintendo-Produkte hatten wir da. So ein bisschen die Indie-Ecke angekratzt, da hatten wir so ein bisschen. Edna bricht aus, war wirklich ein legendäres Spiel, was auf meinem Kanal. Wer das noch nicht gesehen hat, aber lieber vorgestern mal nachholen. Edna bricht aus auf meinem Kanal als Display. Und die Deponia-Teile natürlich, Chaos of Deponia. Pokémon Uranium auch sehr sehenswert. Ein kleines Indie-Pokémon-Nachahmespiel. Jo. Summer and Mauer haben wir dann weitergespielt. The Night of the Rabbit. Edna bricht aus. Was soll man da noch sagen? Und am 19.07. haben wir eine kleine Sommerpause eingelegt. Da lief wie alle Jahre wieder auf meinem Kanal die alljährliche Sommerpause. Vom 19.07. scheinbar, vom 20.07. bis zum 9.08. haben wir hier. Haben wir eine kleine Sommerpause gemacht auf dem Kanal. Zwischendurch. Ein kleiner Livestream, da habe ich mich in Human for Flat ein wenig an einem Speedrun versucht und habe ein bisschen die Maps, die ich schon kannte, ein bisschen in einem Rush durchgemacht. Na, war jetzt nicht wirklich ein Speedrun, aber für meine Verhältnisse schon schnell. Schneller als gewöhnlich, was immer noch ziemlich langsam ist für meine Verhältnisse. Ja, für meine Verhältnisse nicht, für mein Verhältnis war es schnell, aber für an anderen gemessen ziemlich langsam. Zwischendurch, also noch während der Sommerpause, habe ich mal so ein kleines Leckerli gestreut. Für die, die mich nicht die abonniert haben. Und zwischendurch mal einen einzelnen Happen rausgeworfen. Nämlich ein Ultimate Chicken Horse. Let's Play zusammen mit dem Steve von der Piratenpartei. Piratenpartei Sachsen-Vorsitzender, mit dem haben wir gemeinsam eine Stunde lang Ultimate Chicken Horse gespielt. Das habe ich in einer Stunde 10 Part dann mitten in der Sommerpause hochgeladen. Als die Sommerpause dann vorbei war, am 10.8. ging es dann mit Pony Island weiter mit The Night of the Rabbit. Und, ach ja, dann ging das los mit Triple Uploads. Da haben wir dann, da sehe ich jetzt schon drei Videos pro Tag. Da haben wir dann direkt nach der Sommerpause Pony Island und The Night of the Rabbit. Und dann ging es mit Harveys neue Augen weiter. Die Livestream-Aufzeichnung von Harveys neue Augen. Die Fortsetzung der Fortfolger von der Nachfolger von Edna bricht aus. Haben wir den auch live auf meinem Kanal gespielt. Und dann danach veröffentlicht. Summer and Mauer natürlich, Pokémon Uranium ging weiter. Pony Island. Golf haben wir noch ein bisschen gespielt. Am 13.8. neue Parts davon. Letztes Om Nom, nee, Om Omon Simulator. Da haben wir den Polizeisimulator gespielt. Am 15.8. Mitte August. Und ja, dann kam ein kleines Letztes Trash, Letztes wieder ein kleines Trash Game. Aber auch gucken, wie es wird. Pokémon Mystery Dungeon Team DX haben wir auch gespielt. Und am 16.8. kam ein kleiner Relog auf meinem Kanal. Dann war
Ach, da habe ich ja mein Setlog zum Sommerurlaub in Kopenhagen habe ich gemacht. Da ich war in Kopenhagen im Urlaub. Ich glaube, eine Woche war ich dort. Und habe da natürlich einen wundervollen, also einen ziemlich langen, aber schönen Vlog zu meinem Urlaub in Kopenhagen veröffentlicht. Also wer das mal gucken will, wie gesagt, schon die Urlaubsvideos, das Kopenhagen-Video und auch das Stralsund-Video. Wie gesagt, meine Setlogs. Neben meinen Let's Plays natürlich auch sehr zu empfehlen. Samanmara, Pokémon Uranium, Harveys neue Augen. Ja, Harveys neue Augen habe ich auch sehr geliebt. Auch ein schönes Let's Play. Habe ich gerne live gespielt mit euch. Aktuell läuft übrigens The Witcher auf meinem Kanal. Jetzt über Weihnachten und über Neujahr so ein bisschen ausgesetzt. Aber aktuell läuft jetzt gerade The Witcher als Live-Let's Play auf meinem Kanal. Da kommen wir später auch noch dazu. Obwohl das eher so. Nee, obwohl dazu kommen wir heute nicht mehr. Weil das eher ein 2021er Projekt ist. Da kommen wir nachher in den Livestreams vielleicht noch zu. Das war ja auch noch so ein Kapitel in diesem Jahr. Chaos of Deponia ging es weiter Mitte August. Samanmara haben wir noch weitergespielt. The Night of the Rabbit, Pony Island. Dann gab es ein letztes. Nee, da haben wir vorher noch ein bisschen Golf It gespielt. Am 20.08. neuer Part. Vom 5. Discord Golf It. Let's Test Insurmountable Demo. In Bytewalkers Games. Game. Let's Test am 21.08. Ein großartiges Indie-Games-Studio. Und auch ein tolles Game, was ich im Test angespielt habe. The Night of the Rabbit, Samanmara, Pokémon Uranium, Pokémon Uran Edition, Pony Island, Harveys neue Augen natürlich. Immer und immer wieder. So, ich muss mich mal kurz am Auge kratzen. Ja. Ich hoffe, man hört das Nebengeräusch jetzt hier nicht zu sehr. Golfet haben wir natürlich noch ein bisschen mit dem 50 Gott gespielt. Und dann gab es am 26.08. eine Live-Aufzeichnung, die ich hier sehe. Nämlich der Warm-Up-Stream zur Gamescom 2020, die nämlich online stattfand. Die Gamescom 2020, die fand nur online statt. Die habe ich dann auf meinem Kanal natürlich ausgeschlachtet. Da man natürlich, da habe ich einige Videos zu gemacht. Da kamen auch einige Let's Tests, also über das Ganze, über das letzte Viertel des Jahres, kann man fast so sagen, kamen sehr viele Let's Tests von der Gamescom online. Aber am 26.08. erstmal der erste Livestream zu Gamescom, da haben wir so ein bisschen uns warm gemacht, ein bisschen vorbereitet und geguckt, wann geht's los, wie startet's, wie läuft's ab und dann, ja, ging es dann an dem Wochenende dann zur Sache auf der Online-Gamescom. Rückblickend gesehen war ein bisschen seltsam, war eine seltsame Aktion. Ein guter Ersatz zur Gamescom, naja, notgedrungen. Da war da schon so ein bisschen die zweite Welle. Naja, war noch nicht die zweite Welle, die erste Welle war noch im Verebben. Obwohl Sommer hatten wir, Sommer konnten wir ja wieder verreisen, da ging es wieder halbwegs. Da konnte ich ja nach Dänemark wieder. Und dann, ja, da war schon so ein bisschen. Die Gamescom musste leider abgesagt werden. Die fand dann nur online statt. Nette Sache, ein richtiger Ersatz zu Gamescom. Man kennt's, ist jetzt nicht so wirklich. War ein bisschen schade. Aber dazu alles schon in den Livestreams und in den Let's Plays gesagt worden, ist alles schon gesagt worden. Und ein kleines Indie-Game, Cryofall, haben wir gespielt Ende August. Ja, Pokémon Uranium, Harveys auch neue Augen, muss ich nicht mehr sagen. Golfit haben wir gespielt zwischendurch, Pony Island, Golfit beim 5. Squad. Cryofall hat mehrere Parts bekommen, haben wir das letzte Test erstreckte sich von mehrere Parts. Der Night of the Rabbit, Harveys neue Augen, Pony Island. Dann haben wir noch im Zwischendurch-Dings Lucky Tower 2 gespielt. Am 1.9. Anfang des Monats September.
Dann kam am 2.9. das Highlight-Video von der Gamescom. Da habe ich ein bisschen Ultimate Chicken Horse haben wir davor noch gespielt am 1.9. Am 2.9. der Relog von der Gamescom, so ein bisschen, Alternativ-Relog. Und am 2.9. auch der letzte Part, das Ende von The Night of the Rabbit. Hat sich ziemlich lang gezogen, das Let's Play von The Night of the Rabbit. Lucky Tower 2 sehe ich hier. Unreinem. Harvest Neue Augen. Deponia 2. Summer and Mauer ging noch ein bisschen weiter. Unregelmäßiger, aber im August dann auch noch ein paar Parts davon. Dann sind wir hier schon im September. Dann kam am 7. September noch ein kleines Zwischendurchdings. Da haben wir noch Flying the Complex mit Henry Stickman gespielt. Ein Henry Stickman Game. Und am 7.9. habe ich dieses Jahr meinen Geburtstag gefeiert. Da habe ich auf YouTube meinen Geburtstag gefeiert und habe da ein kleines Geburtstagsspecial gemacht und habe mir alte, nicht Let's Play, sondern alte testedich.de Quizzes von mir angeschaut, die ich vor meiner YouTube-Zeit erstellt habe. Also wer sich das kann ich auch mal, das Geburtstagsspecial kann ich auch gerade an dieser Stelle empfehlen. Also wer sich mal anschauen will, was ich vor meiner YouTube-Zeit gemacht habe, nämlich testedich.de Quizzes erstellt, der ich mir da angeschaut in diesem Video zum Geburtstag als Geschenk für euch. Ja, auch mal anschauenswert, könnt ihr auch noch nachholen. Müsste in der Feiertage und Jubiläums-Playlist zeigen, die auch irgendwo zu finden ist. Müsste aber, glaube ich, ein bisschen suchen. Ultimate Chicken Horse haben wir gespielt für 50 Squad. Dann im September. Harvest Neue Augen ging noch weiter. Chaos of Deponia. Uranium lief noch. Let's Test Detroit Become Human am 11.9. Das war auch was Tolles. Wurde vergleichsmäßig gut geklickt. Also 27 € für bis jetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme. Also eigentlich doch sehr beliebt. Beliebtes Let's Test auf meinem Kanal. Ja. Ultimate Chicken Horse, Summer Mauer. Und dann ging das, glaube ich, schon los mit den Let's Tests von der Gamescom. Da haben wir nämlich Unbound gespielt. Unbound the Worlds Apart. Ja, das waren die ganzen Gamescom Tests, die ich da veröffentlicht habe auf meinem Kanal. Da lief natürlich noch Chaos of Deponia, Harvest Neue Augen, Summon Mauer, Mystery Dungeon hatte die mit DX. Pokémon Y haben wir dann auch endlich mal weitergespielt, habe ich mich dann wieder dazu aufgerappelt. Am 16.09. einen neuen Part Pokémon Y zu bringen. Da haben wir das auch wieder gestartet, habe ich wieder Y aufgenommen. Ein Let's Play Again, was war Ende 2019 begonnen oder mit 2019 haben wir 2019 begonnen und dann Ende 2019 abgebrochen, unterbrochen und dann erst im September 2020 weitergeführt. Ja, das wird dann 2021 dann noch ein bisschen live weiterlaufen. Wird wieder ein 2021 Projekt. So, dann kamen die ganzen Netztests von der Gamescom. Coffee Talk sehe ich jetzt hier gerade im September. Da habe ich ein kleines Remake gemacht zu einem alten Video von mir selbst. Da ich Filmcheck Home Edition Remake gemacht. Es gibt da so ein ganz altes Video von 2016, wo ich in mein DVD-Regal reingreife und so ein bisschen über DVDs, die ich da zu stehen habe, labere. Das habe ich jetzt besser gemacht. 2020, da habe ich mich ein bisschen, da habe ich mir ein kleines Setup eingerichtet, habe ich mir so ein bisschen in OBS ein kleines Set zusammengerichtet und habe da ein bisschen auf Trailer reacted, die ich gefunden habe. Davon gab es zwei Parts im Laufe der Zeiten. Den dritten Part wird es wahrscheinlich nie geben. Eigentlich habe ich gedacht, dass es da mehrere Parts von gibt, aber ich habe es dann gelassen. Gibt es zwei Parts von. Der Stuhl knarrt wieder. Cars of the Pony, Summer Mauer, Harvest Neue Augen. Harvest Neue Augen ging dann langsam zu Ende. Da waren dann schon Ende September die letzten Parts.
House of Deponia. Neue Let's Tests aus der Gamescom-Woche. Little Nightmares war dann das nächste Let's Play, das Anschluss-Let's Play an Harveys neue Augen. Da haben wir dann Little Nightmares gespielt. Und die Livestream-Parts davon natürlich. Die Stream-Aufzeichnung-Parts veröffentlicht auf meinem Kanal. Ich habe die Stream-Aufzeichnung, wenn ich dann eine Stunde Little Nightmares gespielt habe, ich das nochmal 15-Minuten-Parts unterteilt. Und das dann später veröffentlicht. Ja, Gamescom-Parts, Gamescom-Let's-Tests im September. Und dann kommen wir schon langsam Richtung Oktober. Ein kleiner Teaser von Bilateral Podcast auf meinem Kanal, auf meinem Hauptkanal rübergeschwappt. Pokémon Mystery Dungeon, Rattetim DX ging dann ein bisschen weiter. Little Nightmares natürlich, auch sehr sehenswert. Wer das noch nicht geguckt hat, Little Nightmares, sehr sehenswert, mein Let's Play dazu. Auf meinem Kanal zu finden. Pokémon Uranium, Summon Mirror, ein paar Let's Tests von der Gamescom. Und dann habe ich mit The Legend of Zelda Link's Awakening angefangen. Irgendwann, ich finde Part 1 jetzt gerade nicht mehr, irgendwann nee, das muss später sein. Hier ist noch ein, also am 30.09. wird mir hier gerade ein Zelda-Video, ach, da gab es einen kleinen Unfall auf meinem Kanal. Ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Das Legend of Zelda Link's Awakening Let's Play hat natürlich später begonnen. Aber irgendwie hat sich der Algorithmus gedacht und irgendwie irgendwas auf YouTube hat sich gedacht. Schmeißt das Video irgendwie mal. Es ist irgendwie, ich habe es eigentlich vorproduziert und hochgeladen. Das ist bei mir auch einmal passiert und nie wieder. Das ist mit diesem einen Video passiert. Und das wurde einfach in meiner Abo-Box nicht rausgehauen an dem Tag, wo es veröffentlicht werden sollte, sondern das ist dann einfach am 30.09. Das ist, irgendwie hat sich da, ich meine, wann habe ich mit Link's Awakening begonnen? Hier, Zelda Link's Awakening, am 8.10. kam der erste Part. 8.10. war der erste Part. Wann kam der zweite Part? Der zweite Part kam am 13.10. Und dann der dritte Part sollte dann wahrscheinlich auch irgendwann so Mitte Oktober online kommen und da hat sich dann YouTube gedacht, nö, nicht Mitte Oktober, sondern ich mach's mal 30.09. machen wir mal draus. Das ist dann und dann. Es ist mir bis heute ein Rätsel, was da passiert ist. Irgendwie hat sich dann der. Ich hatte dann das richtige Datum im Oktober ausgewählt und dann hat's dann. Hat dann einfach zurückgesetzt, meinte dann. Es ist auch in allen Abo-Boxen am 30. Also, es war schon der. Sagen wir mal 20.10. Aber in der Abo-Box musstest du dann runterscrollen. Also wenn du das sehen wolltest bis zum 30.09. Ist, glaube ich, einmalig auf YouTube. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wenn das jemand anders erfahren hat, dann auch, wenn es das bei anderen Leuten auch schon gab, schreibt es mir in die Kommentare hier unter dem Video. Würde mich brennend interessieren. Also es ist wirklich. Ist bei mir auch nie wieder passiert. Passiert hoffentlich auch nie wieder. Es hat halt keiner gesehen, weil es halt nicht in die Abo, es wurde in die Abo-Box gespielt, ja, richtig, aber nicht am richtigen Tag, es ist halt irgendwie, es hat halt keiner gefunden, weil es schon in der Vergangenheit liegt, es ist uns ein Rätsel. Es ist ein Rätsel. Ja, Shellshock habe ich gespielt mit dem Modi Anfang Oktober. Den Nightmares ging natürlich weiter, passt sehr gut zum Oktober. Chaos of Deponia. Jetzt Tests von der Gamescom natürlich noch und ein kleiner Z-Log am 5.10. Da war ich Anfang Oktober in Berlin und habe einen kleinen Vlog davon gemacht. Auch ein sensationelles Video von diesem Jahr. Da war ich im Bundestag unterwegs, habe mir eine Bundestagssitzung angeschaut und war in Berlin dann anschließend noch ein bisschen, habe mein Hotel gezeigt, wo ich übernachtet habe, habe meinen Trip durch Berlin wirklich vor der Kamera gezeigt. Summon Mara ging natürlich weiter und wie schon erwähnt, The Legend of Zelda Link's Awakening am 8.10. startet das als neues Projekt. Oh, und da sehen wir natürlich was Legendäres. Am 12.10. wird hier Geschichte geschrieben. Am 12.10. meine erste Runde Among Us, in der ich gleich Imposter wurde. 12.10. veröffentlicht. Erst Among Us. Da ging Among Us auf meinem Kanal los.
12.10. Das ist jetzt gar nicht so lange her mehr. Da haben wir Let's Test Pumpkin Jack natürlich noch gespielt, was dann später auf meinem Kanal Let's Played werden sollte, im Live-Let's Play. Im Oktober dann auch. Ja, Zelda, den Nightmares, Summon Mauer. Among Us ging da richtig los. Da ging es dann bei mir. Da hat dann der Hype auf mich auch abgefärbt. Im Oktober. Nach wie vor natürlich ein paar Let's Tests von der Gamescom. Chaos of the Pony natürlich, Little Nightmares noch weiter. Und am 15.10. ein neues Let's Play auf meinem Kanal. Neues Let's Play Projekt. Doch noch was von Nintendo. Nämlich Super Mario 3D All-Stars. Damals begonnen. Da habe ich mit am 15.10. mit 3D All-Stars begonnen. Zum Mario-Jubiläum. 35-jähriges, glaube ich. Da war mit Super Mario 64 in der 3D All-Stars Edition angefangen. Pokémon Uranium natürlich. Den Nightmares. Pokémon Y. Unregelmäßig, aber und so dann auch noch ein paar Parts. Am 19.10. kam ein Projekt auf meinem Kanal, ein Video auf meinem Kanal online, das da hieß zwischendurch Dings Nummer 28. Da haben wir Skyward mal gespielt. Da habe ich Skyward mal gespielt in zwei Parts. Also am 19.10. erstmal ein Part, aber dann später nochmal ein anderer Part. Ja, die Gamescom Let's Test natürlich bis in November noch mit rein. Also wer sich das angucken will, es gibt eine ganze Gamescom-Playlist mit vielen, vielen Indie-Games. Also schaut da auch mal rein. Die letzten Tests sind wirklich. Es gibt ja auch eine Let's Test-Playlist zu finden. Die Gamescom Let's Plays. Also wirklich tolle Indie-Games. Wir haben auch einige gespielt in diesem Jahr. Nicht nur als Let's Test, sondern also man kann wirklich 2020 bei mir so wirklich als das Indie-Jahr. Also mehr das Indie-Jahr, weniger das Nintendo-Jahr bezeichnen. Ja, wenn halt nichts von Nintendo kommt, spiele ich PC. Indies habe ich mich so ein bisschen dieses Jahr daran gewöhnt, habe ich mich ein bisschen versucht. Und dann hat sich das auch etabliert, habe ich ein bisschen. Also wenn nichts von Nintendo da ist, dann spiele ich PC Indies. Joa. Among Us kam dann auch ab und zu mal online. Chaos auf der Ponia, dann ging es mit Super Mario 3D All-Stars weiter. Mario 64, eben. Mystery Dungeon Retter Team DX und dann haben wir natürlich noch von den Nightmares, die Hauptstory war durch, haben wir mit dem DLC, mit dem Secrets of the Moon DLC weitergemacht, haben wir mit dem Kid gespielt. Das DLC, Legend of Zelda natürlich, Chaos of the Ponia ging weiter, weitere Let's Tests aus der Indie Games kommen. Arena Indie Booth Arena Online Gamescom Woche Pokémon Y auch noch ein paar Parts und Uranium Chaos of the Bonia. Ihr kennt's, man kennt's, man kennt's, man kennt's. Da sind wir ja schon fast im November und das ist ja dann hier schon bald. Da sind wir bald aktuell hier, sind wir bald wieder mit der Zeit. The Legend of Zelda haben wir gespielt und Super Mario 3D All-Stars. Let's Test von der Gamescom. Anfang November nichts ganz so Interessantes. Ja, doch, sehr interessant, aber also so ist es nicht. Natürlich sehr interessant, Let's Plays, aber das ist nicht das hier im Rückblick. Among Us natürlich interessant zu erwähnen. Resident Evil zwischendurch am 5.11. wieder ein Part. Part 11, nach langer Pause mal wieder ein Part und dann nicht wieder. Habe ich mal zwischendurch mal wieder rausgehauen am 5.11. und dann bis zum Ende des Jahres nicht mehr. Ja. So viel dazu. Uranium bekam dann noch seinen letzten Part. Und hier wichtig, wichtig, wichtig. Am 9.11. gab es dann noch ein kleines, weil die zweite Welle schon wieder im Kommen war. Da waren wir schon wieder im Lockdown, im harten Lockdown. Da hatten wir dann Quarantäne-Trash Staffel 2 auf meinem Kanal. Da habe ich dann sechs waren es, glaube ich, diesmal. Da habe ich sechs kleine Let's Tests von kleinen Trash Games gemacht auf meinem Kanal. Da haben wir Scamp, Hedgehog oder so gespielt, wie es heißt. Undefeated haben wir gespielt. Was haben wir noch? Einar haben wir gespielt. Iron Snout. Grimtail Island.
Wenn ich was vergessen habe, weiß ich nicht, aber da haben wir noch Pixel Strike gespielt. Ein paar kleine Trash-Games am Ende des Jahres. Zum Quarantäne-Trash, damit er nicht durchdreht im Lockdown. Little Nightmares, das DLC. Zelda Link's Awakening wurde gespielt. Pokémon Mystery Dungeon rettet Team DX mit ein bisschen Unterbrechung zwischendurch und regelmäßiger Parts, aber auch mal wieder Pokémon Y. Das ist der zweite Part von Skyrama. Da kamen dann schon langsam so die letzten Tests von der Gamescom. Among Us wieder ein bisschen regelmäßiger. Und am 21.11. der erste Mal letzte Testpart von der Gamescom. 21.11. So lange haben wir es durchgezogen. Von den Gamescom noch auf Lager. Gut, da sind wir schon Ende November. Und Ende November, am 23.11., kam auf meinem Kanal auch ein neues, großartiges Projekt, was ich auch empfehlen kann zu gucken. Sehen. Das Projekt Sehen. Sehen Part 1, da geht es um ein kleines trauriges Männchen, was alleine durch die dunkle Welt laufen muss und da seinen Weg finden muss. Von einem getreten und geschlagen wird und da selbst zur Hoffnung finden muss. Wirklich ein mit wenigen Parts ein kleines Projekt. Ein Alpha- oder Beta-Projekt. Ja, Among Us wurde gespielt im November. Chaos of Deponia, Little Nightmares, das DLC. Scribble.io haben wir noch ein bisschen mit dem 5. Squad Ende November gespielt. Ein Let's Test gab es, Let's Test nach der Gamescom dann schon wieder. Rage in Peace haben wir gespielt, die Demo-Version. Ein kleines Human for Flat Partchen am 26.11. Pokémon Mystery Dungeon, der vorerst letzte Part in diesem Jahr. Es geht im nächsten Jahr natürlich munter weiter. Dann am 26.11. haben wir den ersten letzten Part Mystery Dungeon gespielt für dieses Jahr. Und dann ging auch das Projekt Little Nightmares mit dem DLC zu Ende. Sehen. Und natürlich weiter das Spiel. Sehen oder Seen. Ging auch zu Ende. Nee, das begann gerade erst. Chaos of Deponia und dann begann Farlown Sales. Das habe ich schon erwähnt. 100% Spiel in meiner Wertung. Dann war schon der erste Advent. Die üblichen Kerzen anzünden Videos auf meinem Kanal. Auch wieder schön geklickt. 815 Aufrufe bis jetzt, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Das erste Advent-Video. Ist ja ein kleiner Running Gag auf meinem Kanal. Wer sich anschauen will. 37 Sekunden Video. Ganz lustig. Kleines Kerz anzünden Video. Farlow und Sales haben wir gespielt. Als nächstes Projekt, als Nachfolgerprojekt. Nicht live, aber als Nachfolger zum Live-Let's Play. Little Nightmares als kleine Brücke. Zelda ging los. Ging weiter. Among Us ging weiter. Dann gab es eine kleine Ankündigung. Am 1.12. habe ich angekündigt, dass es ein Zwergis Adventskalender. Das Zwergis Adventskalender 2020 nicht, dieses Jahr nicht auf dem Hauptkanal, sondern auf dem Zweitkanal, Zwergis Restaurant gibt. Da gab es natürlich auf meinem Zweitkanal dieses Jahr auch was man erwähnen muss. Den Zweitkanal gab es dieses Jahr. Da gab es auch ein paar Videos auf meinem Zweitkanal. Gab es, wie heißt das Game? Kleines Horror-Game. Spookies Jumpscare Mansion wird dort auf meinem Zweitkanal gespielt. Das Zweitkanal exklusiv, also wer das schauen will, muss auf meinen Zweitkanal gehen, der Zwergis Restaurant heißt. Und da lief auch der Adventskalender. Da konntet ihr ihn schauen. Könntet ihr jetzt auch nachschauen. Farlow und CS haben wir hier sehen, haben wir Anfang Dezember. Zelda lief weiter. Among Us im Dezember. Scribble.io mit dem 5. Squad. Ein Netztest am 3.12. To the Hell. Ein schönes kleines chinesisches Entwicklerstudio. Und ein schönes kleines Game von, also ein schönes kleines Game von einem schönen kleinen chinesischen Entwicklerstudio. Kann man sich geben. Auch als Let's Play auf meinem Kanal. Chaos of Deponia, Far, Lord Zeus, Among Us. Natürlich im Dezember, der Renner. Am 5.12. dann ein neues Projekt auf meinem Kanal, nämlich Super Mario Odyssey. Ich wollte Pokémon sagen. Super Mario Odyssey haben wir gestartet am 5.12. So lange ist es gar nicht her.
Dann natürlich das zweite Advent und dritte, vierte Advent brauchen wir dann nachher nicht zu erwähnen. Aber das zweite Advent-Video auf meinem Kanal. Kerzen anzünden. Let's test Beyond Two Souls in zwei Parts im Dezember gebracht. Fado und Cs ging natürlich zu Ende. Among Us. Bei Among Us habe ich am 8.12. ein kleines Special hochgeladen. Da habe ich euch gezeigt, wie ich bei mir Among Us auf dem PC gemoddet habe, wie ich da so ein bisschen die Texturen verändert habe. Auch ein schönes Video am 8.12. in der Among Us Playlist zu finden. Dann ging es am 9.12. mit den Stream-Aufzeichnungen zu Pumpkin Jack zu. Das läuft übrigens gerade auf dem Kanal, also die Stream-Aufzeichnungen kommen Tag für Tag jetzt regelmäßig online. Das ist gerade das, was ihr seht als Stream-Aufzeichnungsparts. Das Let's Play, das Live-Let's Play habe ich schon beendet, habe ich schon fertig gespielt, aber ihr bekommt jetzt die Aufzeichnungen davon gerade vorgesetzt. Zelda lief natürlich, The Legend of Zelda Link's Awakening, auch im Dezember ging es weiter damit. Scribble.io, Chaos of Deponia im Dezember. Das haben wir jetzt im Dezember ja noch zu Ende gebracht. Das müsste ja gestern oder so. Müsste den letzten Part, da kommen wir gleich dazu, müsste den letzten Part von Chaos of Deponia gegeben haben. So, Super Mario Odyssey gab es jetzt hier Ende des Monats, Dezember, Ende des Jahres noch ein paar Parts. Super Mario 3D Aerostars. Bin ich am Ende ein bisschen verzweifelt, aber da habe ich jetzt erstmal pausiert. Geht dann im Januar natürlich weiter. Chaos of Deponia, Pumpkin Jack. Let's Test Beyond Two Souls hat den zweiten Part gekriegt. Ja, Super Mario Odyssey jetzt natürlich im Dezember, Ende Dezember auch ein großartiges Projekt. Sehen hat dann noch das letzte Partchen bekommen. Among Us haben wir gespielt, Pokémon hat dann noch ein Part bekommen. Insgesamt im Dezember Among Us wirklich das Highlight und Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey und Among Us. Und am 18.12. gab es dann noch ein neues Projekt auf dem Kanal. Habe ich nochmal zum Ende des Jahres nochmal was Neues angefangen. Habe ich die ersten zwei Parts von meinem Let's Play VVVVVV gemacht. Das klingt lustig, ist aber wirklich ein Part, ist wirklich ein Let's Play-Titel. Ein Spieletitel. Ein kleines Retro-Look-Game, wo man so mit einem kleinen Männchen durch die Raumstation laufen muss. Also wirklich, könnt ihr wirklich angucken. VVV, wirklich ein schönes Game. Oder YYYYYY. Ich spreche es deutsch aus. VVVVVV. Kann man sich auch angucken. Ist wirklich anguckbar. Hat mal dritter, vierter Advent, Anzünde-Videos, Kerzen-Anzünde-Videos, Pumpkin Jack, Among Us natürlich. Da habe ich einen kleinen Teaser zur Folge 24 hochgeladen auf meinem Hauptkanal. Ein neuer Kanal-Trailer, den habe ich auch veröffentlicht. Am 21.12. jetzt kurz vor Weihnachten. Mit Blackie Among Us. Aufzeichnung. Among Us, Among Us, Among Us. Super Mario Odyssey. Ja, und jetzt kommen wir zu den Weihnachtsspecials. Vier großartige Weihnachtsspecials an zwei großartigen Tagen. Da haben wir nämlich am 25.12. gab es einen kleinen. Jetzt sind wir schon fast wieder aktuell. Da haben wir hier wirklich schon. Sind wir hier dicht dran. Haben wir es fast geschafft. Am 25.12. habe ich um 14 Uhr für euch Plätzchen gebacken. Kleine Engelsaugen habe ich mit euch gebacken. Da habe ich einen kleinen Mühlock zugemacht, wie ich es gebacken habe. In der Weihnachtsbäckerei, der kleine Knilch hat ein bisschen gekleckert. Ja, Santa's Big Adventures haben wir gespielt um 18 Uhr am 25.12. Der Lego Movie 2 Video Game. Auch ein tolles Video, was ihr auch noch nachholen könnt, was ihr mal gucken könnt. Habe ich eine Stunde 15 lang der Lego Movie 2 Videogame gespielt. Das wurde mir natürlich ordentlich geclaimed. Das ist jetzt hier, im Nachhinein kann ich das jetzt mal erwähnen, das ist in einigen Ländern gesperrt. Kann man gerade nachgucken, in welchen. Also ist wirklich, also ihr dürftet sehen, wenn ihr nicht in engen Gebieten gesperrt. In Nordkorea, Syrien, Iran und in Kuba ist das gesperrt. Also wenn ihr in einem dieser Länder lebt, das ist, dann könnt ihr meinen Weihnachtsspecial am 26.12. um 14 Uhr leider nicht sehen. Es wurde dort gesperrt. Das haben sie geclaimt. Ich sag's auch in dem Video nochmal. Also ist wirklich der Lego Movie 2 Video Game ist wirklich als kleines Weihnachtsspecial jetzt gedacht. Ich spiele es mal eine Stunde.
ein bisschen über eine Stunde lang und dann ist jetzt gut. Ich habe es gespielt als Let's Test oder als Let's Play auf dem Kanal. Wird keinen zweiten Part von The Lego Movie Video Game 2 geben. Habe ich keinen Bock drauf, weil in Part 1 2019, als ich glaube, es war 2019, da habe ich Lego Movie 1 das Video Game gespielt. Da klingelt mein Wecker. Den muss ich mal kurz ausstellen. Dann wird hier nichts geschnitten. kein Bock. Gut, Lego Movie Video Game 2, ja. Wo war ich? Teil 1 wurde im Jahr 2019 oder 2018, weil ich es gespielt habe, weiß nicht mehr, ich glaube 2019 war es, jammerlich geclaimed, da wohl jeder Part mir weggeclaimed, da hatte ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Und man sieht's, ich habe also, nachdem bei Part 1 jeder Part wegen der Musik vorher weggeclaimed, also ist wieder Ingame-Musik vom, die halt natürlich, weil es ein Videogame zum Film ist, ist natürlich, ja, ist halt ein bisschen ärgerlich. Jetzt haben wir den einen Part, habe ich Lego Movie 2 im Weihnachtsspecial angespielt. Könnt ihr euch, wer es gucken will, kann sich es angucken. Kann ich empfehlen, ist wirklich lustig geworden, eine Stunde lang, aber ich war ein bisschen genervt, aber ja, schaut es euch an. Zu Weihnachten kann man es mal machen. Und dann haben wir natürlich um 18 Uhr am 26. Little Nightmares 2, den Trailer, haben wir uns die Demo-Version angeguckt zu Little Nightmares 2. Ich glaube 11. Februar, wenn ich so richtig im Kopf habe, 11. Februar kommt dann Little Nightmares 2 raus. Hier schon mal die Demo-Version dazu. Könnt ihr euch freuen auf meinem Kanal. Vielleicht nicht ganz ab Release, aber es wird bestimmt Ende Februar, Anfang März wird es auch ein Live-Let's Play, wenn wir mit Witcher durch sind. Bestimmt mal ein Live-Let's Play zu Little Nightmares geben. Little Nightmares 2. Little Nightmares habe ich schon so gerne gespielt. Jetzt kommt Little Nightmares 2 2021. 2021 wird hoffentlich ein besseres Gaming-Jahr als 2020. Naja, alte Spiele, die ich halt auf meinem Kanal gebracht habe dieses Jahr, da war halt nicht viel Neues. Muss man halt gucken, was man altes findet. Super Mario Odyssey ging natürlich nach Weihnachten noch ein bisschen weiter. Ein, zwei Parts. Pumpkin Jack musste noch weitergehen. Ein bisschen zu Ende. Chaos of Deponia am 29.12. der letzte Part. Chaos of Deponia. Das Finale im Part 42. Und natürlich auch erwähnenswert am 24.12. zu Heiligabend. Veröffentlicht auf eurem Kanal um 14 Uhr. Der erste Part einer langen Reihe von Videos mit Lennificate im Livestream. Auch was Großartiges, auch ein Highlight dieses Jahr. Mit Lennificate im Livestream. Among Us gespielt, die Aufzeichnung dazu. Jetzt ab seit 24. Dezember auf meinem Kanal. Gut, Pumpkin Jack haben wir dann noch. Am 29. hatten wir noch einen Pumpkin Jack Part. Und am 30. und am 31. jetzt. Heute Abend kommt noch ein Part, Part 18, Pumpkin Jack. Es hat insgesamt 20 Parts, also am 2.1. kommt der, kann man gleich im Vorschau noch gucken, am 2.1. kommt der letzte Pumpkin Jack Part. Da habt ihr jetzt den vorletzten Part, wenn ich das richtig sehe. Heute Abend noch um 18 Uhr kommen wir noch ein kleines Finale vor Silvester. Super Mario Odyssey noch am 30. Gestern kam noch mal um 14 Uhr Super Mario Odyssey, ein kleiner Part, ein schöner Part. Super Mario Odyssey Notlandung im Sumpf nach Bowsers Angriff in den Wolken. Das ist wirklich auch ein schöner Part zum Ende des Jahres. Among Us hatten wir gestern auch noch um 10 und heute noch mal um 10 Among Us mit Lennificate im Stream. Und damit sind wir auch schon beim aktuellen Video angekommen, das jetzt läuft, das ihr jetzt hört. Hoffentlich, dass ihr jetzt hier euch anschaut. Ja, das war 2020 zusammengefasst auf dem Kanal. Ich habe ein bisschen kommentiert, ein bisschen drüber geredet. Das hatten wir dieses Jahr. Das war Phase dieses Jahr. Das ist gelaufen. Kleiner Rückblick. Ich habe so ein bisschen euch gesagt, was ich gut fand, was ich nicht so toll fand, was so ein bisschen... Ja, war doch im Rückblick jetzt alles insgesamt gesehen, war es doch ein sehr schönes Jahr für meinen Kanal. Ein neuer Podcast ist gekommen. Für mich war es ein
Tolles Jahr auch. Neue Podcasts mit Mordi. Bilateral Podcast könnt ihr auch abonnieren. Das ist wirklich, abonniert den Podcast-Kanal, um die Podcasts nicht zu verpassen. Ja, wirklich. Also auch tolle Projekte. Papers, Please zum Beispiel. Das war auch ein großes Ding. Deponia. Summer Mauer. Little Nightmares, ja, auch die Livestream-Projekte können wir auch noch kurz mal. Wollen wir kurz mal? Nee, ich glaube, wir lassen uns. Wir haben ja die Stream-Aufzeichnungen gesehen. Ich habe ja mit euch die Stream-Aufzeichnungen durchgeguckt. Das ist ja. Ich weiß nicht, was ich für ein Gameplay im Hintergrund. Ich werde wahrscheinlich irgendein Gameplay im Hintergrund gespielt haben. Damit ihr nicht nur meine Stimme hören müsst, sondern auch ein bisschen Gameplay seht. Eine Stunde lang. Mal schauen, was ich da aufzeichne dafür. Ja. War wirklich, also Indie-Jahr war bei mir irgendwie ziemlich viel Indie dieses Jahr. Wie schon gesagt, mangels Nintendo. Ein bisschen Nintendo auch. Über Mario Odyssey bin ich wirklich sehr froh, dass das Ende des Jahres jetzt noch hingekriegt habe, dass da jetzt noch, dass das jetzt starten kann, dass wir das endlich mal. Ich hatte es mir damals gekauft zu Release. Ich habe es dann mir mit der Switch gemeinsam gekauft, aber ich habe es mir nie getraut zu spielen. Ich war so ein bisschen, naja. Hab mich dann nie dazu überreden können. Hab es jetzt am Ende des Jahres doch gemacht. Und Pumpkin Shake jetzt auch ein großartiges Projekt Ende des Jahres. Schaut da auch mal rein. Hier, The Night of the Rabbit, wie schon gesagt, auch ein großes Highlight auf meinem Kanal. Und die Zedlogs. Also insgesamt, ich bin sehr, also zumindest was YouTube, was meine YouTube-Videos angeht, kann ich nur sagen, ist dieses Jahr wirklich gelungen, kann ich da wirklich gerne zurückblicken, kann ich wirklich sagen, das war gar kein so schlechtes Jahr, das hat mir wirklich, mir hat's gefallen. Gab's jetzt nicht so sonderlich, also gibt es jetzt nicht so wirklich Projekte, die ich bereut hätte, also wenn ich zurückblicke, weil ich sehe das so ein bisschen. Summer in Mauer hat mich dann am Ende so ein bisschen, als es zum Ende ging, hat es mich dann ein bisschen gestört, aber ansonsten, die Projekte waren wirklich erste Klasse jetzt dieses Jahr. Ich hoffe, das geht dann nächstes Jahr so weiter. Ein kurzer Vorausblick ins nächste Jahr. Am 1.1., das verrate ich euch nicht. Ich verrate euch noch nicht, was am 1.1. Wir starten am 1.1. wieder mit einem neuen Projekt. Was wir jetzt 2020 falsch gemacht haben, nämlich dass wir dieses Jahr nicht mit einem neuen Projekt gestartet sind, machen wir 2021 natürlich anders. Da gibt es ein neues Projekt auf meinem Kanal am 1.1. um 14 Uhr. Neues Projekt auf meinem Kanal. Und wir sind wieder zweispurig unterwegs. Ab 1.1., also 31.12. ist nochmal dreispurig. Und ab 1.1. gehen wir dann wieder zurück. Ich trete wieder einen Schritt kürzer zum neuen Jahr. Vorsatz für 2021 ein bisschen einen Schritt kürzer. Wir machen nur zweispurig. Natürlich die Livestream-Parts, die Stream-Aufzeichnungen von meinen Livestreams dann um 18 Uhr. Es kommt dann immer jeden Tag um 18 Uhr ein neuer Part von dem aktuell laufenden Projekt oder von dem schon gelaufenen Projekt, was schon fertig ist. So, ja. Und dann ansonsten alle anderen Projekte, die ich jetzt, da wird es doch einiges, es wird Anfang des Jahres ein bisschen was Altes geben, es wird dann noch alles, was jetzt vorne, also die Projekte, die ich jetzt in diesem Jahr um 10 gespielt habe, die werden jetzt natürlich auf 14 Uhr gelegt. Also das wird jetzt natürlich alles, ist natürlich erstmal glatt gestrichen, da wird jetzt alles, was jetzt so Among Us Mods, die ich jetzt um 10 Uhr alle gebracht habe, die kommen natürlich um 14 Uhr, da kommen jetzt 14 Uhr, manchmal gibt es Tage, da kriegt ihr einen neuen Among Us Part um 14 Uhr und dann Livestream. Ich hoffe, das ist zu eurer Zufriedenheit. Es wird ein bisschen, es werden ein paar alte Vorproduktionen sein, die ihr Anfang des Jahres kriegen werdet, daher ist einiges auch schon in trockenen Tüchern, da wissen wir auch schon, was passieren wird. Moss Fortune ist dann das nächste Projekt nach Pumpkin Jack. Um 18 Uhr das nächste Livestream-Projekt, was dann in Stream-Aufzeichnungen zu sehen gibt. Könnt euch auch sehr freuen drauf. Ist dann, und wenn wir mit Miss Fortune dann Ende Januar fertig sind, wenn Stream-Aufzeichnungen davon kommen, dann auch die The Witcher 1 Enhanced Edition Stream-Aufzeichnungen. Da bin ich ja schon fleißig am Produzieren von Stream-Aufzeichnungen-Parts. Dann geht es dann im neuen Jahr dann auch wieder weiter mit neuen Streams von Witcher. Da spielen wir jetzt live. Das wird jetzt ab Januar dann wieder weitergehen.
Da könnt ihr euch doch auch drauf freuen. Dann wird es natürlich mit Among Us weitergehen. 14 Uhr neue Among Us Parts. Und Goodbye Deponia gibt es dann natürlich dann im Januar. Startet dann der Nachfolger zu Deponia und Chaos auf Deponia. Der dritte Teil dann. Da beginnen wir dann den dritten Teil. Goodbye Deponia. Ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ein kleines Überraschungsprojekt, was dann am 1.1. startet, da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Neues Projekt. Also das sei noch nicht verraten. Gut, na dann, das war der Jahresrückblick und der kurze Jahresvorausblick auf 2021 und der Jahresrückblick 2020 und der Jahresvorausblick 2021. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Jahresrückblick bleibt noch dran, wenn er die. Und die, sag schon, die Verleihung des Kerkbraun und des Dünen Gartenswerks noch schauen wollt. Das gibt es gleich im Anschluss. Ich werde es kurz und knapp machen. Ich habe schon genug geredet. Es wird heute kurz und schmerzlos. Ich werde die Gewinner verkündigen. Und ja. Daumen ich nach oben hier schon mal, wenn es euch bisher gefallen hat. Wenn ihr dran. Wir machen mal wieder sowas schreiben, so ein Codewort schreiben, damit ich weiß, wer mir treu geblieben ist und wer dann wirklich bis zu diesem Zeitpunkt wirklich dran geblieben ist, wer mein Geschwafel bisher angehört hat. Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Es ist hier wirklich schon eine Weile, wie ich hier gelabert habe, wer mein Gelaber hier anhört. Podcast abonnieren. Also wer bis hier gehört hat, der sollte meinen Podcast abonnieren. Der hört mich gerne reden und der ist perfekt für den Podcast. Das ist dann habt ihr. Dann seid ihr perfekt, dann könnt ihr auch euch den Podcast anhören. So, und damit, ja, Abo dalassen, wenn ihr neu seid. Für die, die jetzt gehen, da bin ich da lassen. Für die, die hier noch bleiben. Jetzt geht's weiter mit dem Gülden und dem Kackbroten Gartenswerk 2020. Ja, ein Teil meines Silvester-Specials soll auch dieses Jahr wieder eine Art Preisverleihung gewidmet sein. Dies ist als Community-Preis gedacht. Und ja, da bitte ich dann auch immer meine Zuschauer darum, abzustimmen und ihr Voting zu den Kategorien dann abzugeben. Und ja, da gibt es dann immer einige Kategorien in diesem Jahr. Und die Kategorien in diesem Jahr waren Top Podcast 2020, Top Eingeladung 2020, Top Zwergenfürst Video 2020. Bester Politiker 2020 und dann kommen wir zum Kackbraun-Gartenzwerg, nämlich der Negativpreis, größter YouTube-Scheiß 2020, größter politischer Aufreger 2020, bester schlechtester YouTuber-Beef 2020 und größter Depp des Jahres 2020. Das sind die Kategorien, in der ich jeweils drei Leute nominiert habe, drei Sachen nominiert habe und ihr durftet abstimmen in einem Formular, in einem Google-Formular und da gibt es jetzt Gewinner und die werde ich jetzt hier verlesen und die haben jetzt hier und die dann offiziell küren für den goldenen, positiven Gartenzwerg oder den schlechten, kackbraunen Gartenzwerg. Na dann beginnen wir mal ohne viele Umschweife mit dem ersten Thema, mit der ersten Abteilung. Top Podcast 2020 für die Kategorie Top Podcast 2020 waren sind ja nominiert. Die Sprechstunde mit LeFloid, Olli und Paul. Ein sehr bekannter Podcast. Ja, hier mal nominiert. Plötzlich schwanger von Paluten und Herr Bergmann. Und Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Die drei Podcasts waren bei mir nominiert für den Güldenen Gartenzwerg in der Kategorie Top Podcast 2020. Und ein Gewinner ist hier natürlich auch eindeutig gewonnen. Ein Gewinner hat hier eindeutig gewonnen. Nämlich mit, soll ich die Prozentzahlen vorlesen? Naja. Ich lasse es mal lieber sein. Ich kann es jetzt hier einmal nennen. 71,4% ist ja ein eindeutiger Gewinner, nämlich die Sprechstunde. Der Podcast Sprechstunde.
von der Flight Olli und Paul, die Gewinner in der Kategorie Top Podcast 2020 für den Güldenen Gartenzwerg 2020. Ja, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Meine Zuschauer, meine Community haben sich entschieden, dass sie diesen Podcast natürlich neben dem bilateralen Podcast am besten finden. Denn natürlich nicht aus eigenen Gründen. Das kann man natürlich nicht nominieren. Deswegen ist der auch nicht nominiert. Sprechstunde Podcast. Bester Podcast 2020. Kommen wir zu der Kategorie Top Engländerin 2020. Da waren nominiert dieses Jahr, also die Top-Zuschauer dieses Jahres, Top-Abonnenten, nicht Zuschauer, Abonnenten auf dem Kanal Engladum, und die nominierten Abonnenten in diesem Jahr waren Kommandant Lars, Noah HD und Glumanda X. Und auch da gab es natürlich wieder ein eindeutiges Gewinner. Einen endgültigen Gewinner, nämlich Kommandant Lars ist hiermit, gewinnt die Kategorie Top Engländer 2020 und es kann sich damit jetzt offiziell Top Engländer 2020 nennen, sich das Logo vom Güldenen Gartenzwerg als sein Profilbild nehmen und kann sich jetzt überall damit brüsten, dass er der beste Engländer, der beste Abonnent des Jahres 2020 ist, von der Community gewählt, von anderen Abonnenten und anderen Zuschauern. Herzlichen Glückwunsch. Applauschen. Mein Glückwunsch. Kommen wir zu der Kategorie, zur nächsten Kategorie. Top Zwergenfürst Video 2020. Ihr hattet drei Nominierungen von mir vorgesetzt bekommen und durftet ein Video zu eurem Lieblingsvideo 2020 zum Gewinner der Kategorie Top Zwergenfürst Video 2020 küren, und auch hier wieder sind alle Ergebnisse eigentlich sehr eindeutig. Auch hier wieder ein eindeutiges Ergebnis, nämlich es waren nominiert, ich sage erst mit Nomination, nominiert waren die Videos Hashtag Black Lives Matter Demo in Leipzig, Hashtag FCK NZS, in Klammer Subtitled, ein subtiteltes Video. Also ich habe dazu extra englische Subtitles geschrieben, das auch schon mal erwähnt dazu. Der Z-Log Nummer 37, einhalb. Zwergis Highlights von der Indie Arena Booth online auf der Gamescom 2020. Also mein Gamescom, wir hatten es vorhin im Jahresrückblick erwähnt. Mein Gamescom Vlog in Anführungszeichen, hier nominiert. Und der Z-Block 38, direkt der danach auch nominiert. Ein Tag im Zeichen der Politik in Berlin, Plenarsitzung, Tierdemo, DDR-Museum und mehr. Das Oktober-Video aus Berlin, wovon wir geredet haben, hier auch nominiert. Und das Gewinner-Video hier in dieser Kategorie, jetzt offiziell verkündet, dass euer Lieblingsvideo dieses Jahr auf meinem, euer Lieblings, ja. Euer Lieblingsvideo auf meinem Kanal Black Lives Matter Demo in Leipzig. Ja, das Black Lives Matter Demo Video. Das offiziell beste Zwergenfuss-Video 2020. Hier, gekürt von euch. Euer Lieblingsvideo hier. Herzlichen Glückwunsch an mein Video oder so. Kommen wir zur Kategorie Bester Politiker 2020. Da standen nominiert zur Auswahl für euch Timo Wölken von der SPD, Sebastian Altscher von der Piratenpartei und Nico Semsrott von der Partei Die Partei. Und ja, kommen wir gleich zur Sache. Der Gewinner in dieser Kategorie, der Kategorie Bester Politiker 2020, eindeutig klar, eindeutiger Gewinner hier, Nico Semsrott von der Partei Die Partei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Güldene Gartenzwerg in der letzten Kategorie des Güldenen Gartenzwergs, Bester Politiker 2020, geht hiermit an Nico Semsrott von der Partei Die Partei. Meine Glückwünsche. Kommen wir zu den Negativpreisen dieses Jahres, zum kackbraunen Gartenzwerg. Und da geht es an das Schlechte dieses Jahres. Muss auch gekürt werden, die negative
Negative muss auch nominiert werden. Da hatten wir die Kategorie größter YouTube-Scheiß 2020, der größte Scheiß auf YouTube in diesem Jahr. Da war nominiert die Zerstörung von Wieso an den Kultusministern, wie Politiker momentan auf Schüler scheißen. So hieß das Video damals. Damals. Alles dieses Jahr gewesen. Da war nominiert Stalking und Morddrohungen gegen Tanzverbot. Der wurde gestalkt und bedroht. Denke ich mal. Und der Wendler-Kaufland-Spot trendet auf YouTube und Wendler dreht durch. Das waren die drei Ereignisse, die dieses Jahr für die Kategorie größter YouTube-Scheiß 2020 nominiert wurden. Und Gewinner in dieser Kategorie ist die Zerstörung von Wieso. Ja, Wieso ist hiermit der Gewinner. Ja, das Ereignis, dass er in seinem Video die Kultusminister und die Schulpolitik kritisiert hat. Ja, hiermit herzlichen Glückwunsch an Wieso als Veranstalter dieses Videos. Geht der braune Gartens, der kackbraune Gartenzwerg an ihn. Ja, herzlichen Glückwunsch, Wieso. Ein Negativpreis für dich diesem Jahr. Den größten Scheiß von meiner Community ausgewählt. Sorgfältig ausgewählt und sorgfältig gewotet. Und der zweite Kackbraune-Gartenzwerg in der zweiten Kategorie, in der zweiten Negativkategorie. Größter politischer Aufreger 2020 nominiert waren das Coronavirus und die Covid-19-Pandemie als Ereignis, dass der Thomas Kemmerich in der FDP und die FDP für das Ereignis, dass der Thomas Kemmerich Ministerpräsident von Thüringen wurde, mit Stimmen der AfD gewählt. Der Tod von George Floyd und die Black Lives Matter-Bewegung, also eigentlich das Ereignis war der Tod von George Floyd. Nominiert sind es da als die Black Lives Matter-Bewegung irgendwie. Ja, und der Gewinner in der Kategorie für den Negativpreis, den Kackbaumgartenzweck 2020, in der Kategorie größter politischer Aufreger 2020 ist hiermit das Coronavirus, wie soll es auch anders sein, mit wirklich 85,7%, mit wirklich fast ein eindeutiger, mit einem eindeutigen Voting, das Coronavirus, die Pandemie. Damit geht der Kerkbronne-Gartenzwerg in der Kategorie größter politischer Aufreger 2020 an das Coronavirus. Herzlichen Glückwunsch. Verdienter Preis, würde ich sagen. Verdient. Ja, kann man nicht anders sagen. Und der beste, schlechteste YouTube-Beef 2020, das ist die nächste Kategorie hier im Kerkbronne-Gartenzwerg 2020. Da haben wir einmal den Beef Jan Böhmermann vs. Montana Black. Den Beef Gronkh vs. Zeitung vs. Montana Black. Und einmal den Beef Jan und Genghis vs. Tanzverbot. Und wir müssen nicht lange um den Preis, um den Preis müssen wir auch nicht rumreden. Um den heißen Brei herumreden müssen wir nicht lange. Der Gewinner der Kategorie bester, schlechtester YouTube-Beef 2020 ist ja, der Beef zwischen Jan Böhmermann und Montana Black. Wieder eine eindeutige Entscheidung. Dieser Beef gewinnt hier den Kackbraun-Gartenzwerg 2020. Herzlichen Glückwunsch an Jan Böhmermann und Montana Black. Diese Kategorie. Kommen wir zur letzten Kategorie dieser Preisverleihung. Zur letzten Kategorie des Kackbraun-Gartenzwergs. Zur Kategorie größter Depp des Jahres 2020 nominiert waren in der Kategorie größter Depp des Jahres Attila Hildmann dafür, dass er die Querdenker-Demos angeführt hat und angeleitet hat und sehr viele Corona-Leugnungen und Spinnereien rausgehauen hat. Donald Trump für seinen sehr schlechten Umgang mit der Black Lives Matters Bewegung,
seinen noch schlechteren Umgang mit Corona und seinen miserablen Umgang mit den US-Elections, mit den US-Wahlen. Stop the count, stop the count, sage ich da nur. Und ja, da haben wir noch als dritter Nominierter hier mal Person. Er ist ja der größte Depp des Jahres hier nominiert. Und als dritter ist Horst Seehofer nominiert hier für seine Racial Profiling-Studie, die er nicht durchgeführt hat, die er verhindert hat. Dafür ist Horst Seehofer hier auch nochmal 2020 in der Liste nominiert. Und ihr habt eindeutig euch wieder entschieden für einen Deppen. Ihr habt abgestimmt und habt euch dafür entschieden, dass der größte Depp, dass der Gewinner der Kategorie größter Depp des Jahres 2020 kein geringerer als Donald Trump ist. Herzlichen Glückwunsch, Mr. President, Mr. Ex-Präsident. Ja, der kackbraune Gartenzwerg in der Kategorie größter Depp des Jahres 2020 geht hiermit an Donald J. Trump. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der größte Depp des Jahres 2020. Bitte übersetzt das einer in Englisch und schicke es ihm. Jo, von meiner Community gewotet. Das waren eure Entscheidungen, das waren eure Votings. So habt ihr entschieden, so wolltet ihr es haben. Dass die Community-Auszeichnung für dieses Jahr, für das Jahr 2020, die Preisverleihung der Gülle und der Garten, der kackbraune Gartenzwerg 2020. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und dann bleibt mir noch zu sagen, es war ein langer Jahresrückblick, ein kurzer Jahresvorausblick und eine sehr tolle Preisverleihung für den grünen und kalkbraunen Gartenzwerg. Na dann sage ich mal, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal und kein weiteres Video im nächsten Jahr oder noch das letzte Video in diesem Jahr, kommt ja um 18 Uhr noch eins, nicht verpassen wollt. Ja, abonniert den Podcast-Kanal, wie schon gesagt. Abonniert diesen Kanal. Schaut euch die alten Videos, wie schon im Jahresrückblick erwähnt, an. Schaut euch, was euch, wenn ihr was gehört habt, was euch gefallen hat, dann blättert mal ein bisschen durch die Uploads in meinem Kanal und schaut euch da mal an, was da euch noch gefällt. Holt das noch nach, schaut es euch an. Ansonsten habt ihr noch eine angenehme fröstliche Silvesternacht, ein angenehmes fröstliches, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut an, kommt gut rüber. Bleibt gesund, bis drüben. Und wir sehen uns dann gleich um 14 Uhr. Direkt um 14 Uhr am 1.1. Wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Projekt, in einem neuen, im ersten Part, in einem ersten Part von einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Lasst euch überraschen, morgen 14 Uhr. Wir sehen uns heute auch nochmal wieder um 18 Uhr in einem letzten Video von auf diesem Kanal. Dann sage ich, es war mir eine Ehre, es war mir wie immer eine Ehre, ein Vergnügen und ja, es war mir eine Genugtuung für euch, täglich Uploads zu machen dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat das Jahr mindestens genauso gut gefallen auf meinem Kanal. Meine Uploads, meine Videos, mein Content, den ich produziert habe. Ich hoffe, der hat euch mindestens genauso gut gefallen, wie er mir gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was ihr dieses Jahr bei mir sehen durftet. Und ja, lasst ein Abo da und ein Däumchen nach oben. Sollte das der Fall sein unter diesem Video, falls euch schmeckt hat, wollte ich sagen, ja, weil es euch fürstlich gemundet hat. So kann man sagen. Und dann sehen wir uns frisch und munter im nächsten Jahr wieder in weiteren Parts und Let's Plays, Let's Tests und Videos, Vlogs vielleicht auf meinem Kanal wieder. Gut, bis dahin. Habt ihr noch eine gute Silvesterzeit? Habt ihr noch einen letzten? Habt ihr noch ein paar gute letzte Stunden in diesem Jahr. Wie schon gesagt, kommt da gut rüber und sauft nicht zu viel, zockt nicht zu wenig. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder.
Macht das gut. Haut da ran. Gehabt euch wohl. Das war 2020 auf Zwergenfürst LP. Und dann sage ich offiziell Zwergi out. Zwergi verabschiedet sich vom Jahr 2020. Und ja. Grüße an Zukunftszwergi in 2021, an 2021er Zukunftszwergi. Lasst Grüße von mir da. Von 2020er Zwergi. Und habt dann noch einen wundervollen guten Tag. Man sieht sich, man hört sich. Bis dann und ciao.